Wir sind mittlerweile bei schon fast 1100 One Piece Kapiteln und jedes Kapitel kommen neue Informationen hinzu, die uns zu neuen One Piece Theorien führen. Und dabei machen One Piece Theorien den Großteil meines Kanals aus. Und wie ihr vielleicht schon an der Länge des Videos gesehen habt, kommt heute ein etwas anderes Video. Und zwar werdet ihr in diesem Video 10 One Piece Theorien vorgestellt bekommen, bei denen ich mir zu 100% sicher bin, dass ihr nach diesem Video diese auch als Headcanon, also auch wirklich als gefühlten Fakt abstempeln werdet. Also Leute, ein Daumen nach oben wäre natürlich für den Support sehr hilfreich. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei diesem mega One Piece Theorien Video. Shusui One Piece. Alles rund um One Piece Theorien. Weeha! Wer oder was war damals eigentlich Joyboy? Diese Frage stellen wir uns erstmal, bevor wir die Verbindung zu Blackbeard schließen. Die Verbindung von Blackbeard zu der Person, die vor 800 Jahren die Rolle eingenommen hat, die Ruffy heutzutage ist. Aber wie kann das Ganze sein? Um das zu beantworten, müssen wir erstmal klären, was Joyboy eigentlich wirklich war. Wir haben einige Hinweise darauf, was Joyboy wirklich war, beziehungsweise wie Joyboy aussah. Und anhand des Aussehens von Joyboy können wir auch darauf schließen, was Joyboy war. Wir wissen auf jeden Fall, dass Im-sama in Kapitel 906 vor einem riesigen, vereisten Strohhut stand. Ein Strohhut, der sehr viel größer war als die, ich sag mal, kleine Form von Im-sama. In Kapitel 1085 konnten wir sehen, beziehungsweise erfahren, was Im-sama an sich drauf haben könnte. Beziehungsweise wir konnten erahnen, was die Spitzen der Weltregierung, und zwar Im-sama und die Gorosei, für Form annehmen können, was für uns noch nicht wirklich greifbar ist, was das für Monster sein werden. Auf jeden Fall in der kleinen Form von Im-sama, die ja dennoch wahrscheinlich auf normaler Menschengröße sein wird, wahrscheinlich zwischen 1,80 und vielleicht sogar auch 3 Metern, was in One Piece auch normal ist, konnten wir sehen, dass der riesige Strohhut im vereisten Keller noch sehr viel größer war als Im-sama, wahrscheinlich der Strohhut eines Riesen. Dazu sollte natürlich der Joyboy von vor 800 Jahren auch ein Dieträger gewesen sein, und dabei sind die Dieträger die natürlichen Feinde der Götter, und die Götter stellen eben Im-sama, die Gorosei und auch die Celestial Dragons, also die Himmelsdrachenmenschen, da, also die Spitze der Weltregierung. Das konnten wir zum einen von Corazon erfahren, als er sich daran erinnert hat, was einmal ein Mann in Mary Joa zu ihm gesagt hat, dass die Leute mit einem Die im Namen die natürlichen Feinde der Götter sind. Und auch in Kapitel 1085 mal wieder konnten wir das Ganze durch die so ziemlich ersten Wörter von Im-sama im Manga erfahren, dass die Dieträger die natürlichen Feinde der Götter waren und somit auch die Feinde der Weltregierung. Somit soll es natürlich auch klar sein, dass Joyboy, der ja auch Ruffy heutzutage ist, Ruffy wird die Welt befreien von der Weltregierung, dass Joyboy natürlich auch ein Dieträger war. Dabei kennen wir momentan einige Die-Familien, wie beispielsweise neuerdings die Nefertari-Die-Familie, die Monkey-Die-Familie, die Roxy-Familie, die Marshy-Die-Familie, die Jaguar-Die-Familie, die Portgas-Die-Familie, die Goldie-Familie und zuletzt die Trafalgar-Die-Familie. Das sind die Familiennamen, die wir heutzutage auch kennen, die ein Die in sich tragen. Und dabei scheinen auch alle von diesen Familien Menschenfamilien zu sein, außer eine einzige Familie, und zwar die Jaguar-Die-Familie. Somit wissen wir auf jeden Fall, dass auch die Träger nicht unbedingt wirklich Menschen sein müssen, dass Leute mit einem Die im Namen auch von anderen Rassen sein können, somit auch beispielsweise Riesen oder vielleicht sogar auch, was wir noch nicht wissen, möglicherweise Fischmenschen, antike Riesen oder beispielsweise auch Minks. Da sollten wahrscheinlich oder keine Grenzen gesetzt sein. Das heißt, es spricht nichts dagegen, dass Joyboy als Die-Träger ein Riese war und somit auch kein direkter Mensch war, was auch den riesigen Strohhut erklären würde. Und was eben auch bedeuten würde, dass Joyboy, wie gesagt, ein Lebewesen war, was viel, viel größer war als ein normaler Mensch. Doch von was für einer Rasse stammte Joyboy ab? Meine Antwort darauf ist, dass Joyboy ein Vorfahre war von Oz. Oz, den wir damals auf der Thrillerbug gesehen haben, und auch Little Oz Junior, den wir damals auf Marineford gesehen haben. Ich denke, dass der richtige Joyboy der Vorfahre von den beiden war und möglicherweise auch derjenige war, dessen Schädel sich auf Onigashima befunden hat. Auf dem Schädel, auf dem auch Ruffy zu Joyboy wurde. Aber lasst mich erstmal erklären. Und zwar erstmal wissen wir, dass der Oz, der auf der Thrillerbug gezeigt wurde, der Spezialzombie mit der Nummer 900 zufälligerweise, genauso wie auch damals das verlorene Jahrhundert, das vor 900 Jahren begonnen hat, auf jeden Fall dieser Spezialzombie Oz war ein Teil der Oz-Familie und er ist ungefähr vor 500 Jahren gestorben in einem Land voll Eis, das Ganze sehr wahrscheinlich an Erfrierung, und zufälligerweise
Auch Little Oz Jr., Oz der Dritte wohlgemerkt, ist auch auf Marineford gestorben. Was war Marineford zum Zeitpunkt des Krieges? Auch ein Land voll Eis. Auf jeden Fall wissen wir, dass Little Oz Jr. der Dritte war von der Oz-Familie. Und vom Oz auf der Thrillerbark wissen wir nicht, welcher Generation er abstammt. Dabei ist der Oz auf der Thrillerbark vor ungefähr 500 Jahren gestorben. Little Oz Jr. war zum Zeitpunkt seines Todes von vor 2 Jahren ungefähr 70 Jahre alt. Das heißt, zwischen den beiden Todeszeitpunkten sind mehr als 400 Jahre vergangen, was sehr wahrscheinlich für einen antiken Riesen dann doch eine sehr lange Zeitspanne wäre an Lebenszeit. Deswegen wäre es wahrscheinlich, dass zwischen zwei Oz-Generationen weitere Generationen vergehen, aber immer mal wieder ein weiterer Enkel beispielsweise Oz genannt wird. Sodass beispielsweise auch der erste Oz, der richtige Joyboy, von vor 900 Jahren gelebt haben könnte. Und wie schon vorhin erwähnt, sind die beiden Oz, die wir kennen, und zwar der Oz von der Thrillerbark und Little Oz Jr., beide in Verbindung zu Eis gestorben. Und zwar Oz von der Thrillerbark in einem Land voll Eis und Little Oz Jr. auf Marineford, was auch vollkommen vereist war. Zudem haben wir in Kapitel 686 von Lore erfahren, dass die Weltregierung daran forscht, Riesen zu erzeugen, um somit auch die größte Streitkraft aller Zeiten zu erzeugen und somit auch unbesiegbar zu werden. Dabei sehen wir im Hintergrund in diesem Panel einen antiken Riesen, also einen Riesen mit Hörnern und mit dem gleichen Körperbau wie auch Oz und Little Oz Jr., was sehr stark suggerieren könnte, dass die Regierung eigentlich daran dran ist, antike Riesen zu erzeugen, nicht normale Riesen wie beispielsweise auf Elban. Diese natürlich auch stark, aber die stärksten Riesen sind die antiken Riesen, also die Riesen wie auch Oz und Little Oz Jr. Als kleine Einfindung war Little Oz Jr. wie gesagt über 70 Jahre alt, aber in der Zeitrechnung von den Körpern von antiken Riesen sind 70 Jahre in Relation sehr wahrscheinlich so viel, wie bei Menschen beispielsweise 15, 16, 17 Jahre. Also, was eben auch bedeuten würde, dass Little Oz Jr. mit einem relativ jungen Alter für seine Rasse ein Kopfgeld schon hatte von 550 Millionen Berry zur damaligen Zeit. Und er war eben auch unfassbar stark, dass er beispielsweise die Riesenarmee von der Marine einfach so besiegen konnte. Und er war, wie gesagt, erst sehr, sehr jung. Was ja auch eben bedeutet, dass andere antike Riesen, wie beispielsweise auch Oz, der damals als der Teufel bezeichnet wurde, noch sehr viel stärker waren als Little Oz Jr., wobei eben auch, wie schon vorhin erwähnt, Little Oz Jr. unfassbar stark war. Was wiederum auch suggeriert, dass die antiken Riesen die stärkste Rasse in der gesamten One Piece Welt waren, noch stärker als die Lunarier, denn beispielsweise Little Oz Jr., von dem wissen wir nicht, ob er beispielsweise zu den Stärkeren oder zu den Schwächeren gehört hat, er wirkte zumindest relativ dumm, weswegen wir davon ausgehen können, dass Little Oz Jr. möglicherweise eher zu den Schwächeren seiner Rasse gehört hat, was wiederum auch bedeutet, dass die normaleren antiken Riesen bzw. die etwas schlaueren antiken Riesen, die somit auch möglicherweise stärker gewesen sind, dass die in der Masse eine unbesiegbare Armee waren, die man als normale Person bzw. auch als Kreatur wie beispielsweise Imsama nicht hätte besiegen können. Aber ich habe hier schon gerade die Verbindung zum Eis gelegt von der antiken Riesenrasse. Wie gesagt, Oz und Little Oz Jr. beide in Verbindung zu Eis gestorben. Zudem beispielsweise Law in Kapitel 686, auch er redet von den antiken Riesen. Wo befindet sich gerade Law? Auf Punk Hazard, auf der Eisseite. Also auch das passt wirklich perfekt. Zudem wissen wir, dass auf Punk Hazard, und zwar im Labor von Vegapunk, also mal wieder auf der Eisseite, versucht wurde, antike Riesen zu erzeugen. Wir konnten beispielsweise sehen, als die Strohhüte in einem riesigen Flur waren, dass dort unzählige vereiste Riesen zu sehen waren. Also mal wieder Riesen, die zwar keine antiken Riesen waren, dennoch waren diese vereist, aus welchem Grund auch immer. Und gerade auch das Panel, wo wir sehen konnten, wie sie dort auch standen, vereist, das war ein Panel, was Oda wahrscheinlich auch für die Zukunft gezeichnet hat. Also einfach so zeichnen oder wahrscheinlich eben nicht so ein Panel. Zudem beispielsweise, mal wieder auf Punk Hazard, konnten wir die Yeti Cool Brothers sehen, also Rock und Scotch. Das sind zwei mysteriöse Riesen, also auch Riesen, die aber eben eher an einem Yeti ähneln. Dennoch konnten wir trotzdem erahnen, dass die beiden Strohhüte getragen haben. Und wo haben sich die beiden befunden? Mal wieder in einem Land voll Eis. Das heißt, Riesen mit einem Strohhut, eine wirklich perfekte Verbindung zu Joyboy natürlich, sind mal wieder verbunden mit einem Land voll Eis. Genauso wie auch die beiden Os, die wir kennen, und auch die anderen Riesen. Und es geht auch weiter. Zum Beispiel Hagoadisauro, von dem wir auch sehr lange gedacht haben, dass er gestorben ist. Er ist nicht gestorben. Dennoch, er als Dieträger, als Riese, wurde vereist von Kusan. Was auch mal wieder eine Verbindung wäre zu Joyboy, zu Oz. Und gerade wegen der Verbindung zu Joyboy, welcher Charakter würde fehlen, der auch mal vereist worden ist? Natürlich Ruffy. Und was ist mit Ruffy passiert, kurz vor Water 7? Auch Ruffy wurde von Kusan vereist. Also auch da mal wieder eine Verbindung von Joyboy zu Ruffy, zu einem Riesen. Die ganzen Charaktere, die vereist wurden, also eben Riesen, antike Riesen und auch eben Ruffy als Joyboy,
würden perfekt dafür sprechen, dass eine Verbindung besteht. Kommen wir wieder zurück zu Little Oz Jr. Was haben wir von ihm auf Marineford gesehen? Ein Charakter, der genauso random war wie beispielsweise auch Squado, von dem wir vor Marineford und nach Marineford eigentlich nichts mehr gehört haben. Also, was macht Oda mit so einem Charakter? Er gibt so einem Charakter, warum auch immer, ein Flashback auf Marineford, was wir als Leser nicht gebraucht hätten. Dennoch zeigt Oda eben, wie Ace, Ruffys Bruder, ihm, also Little Oz Jr., einen Strohhut gibt, was eben auch eine perfekte Verbindung ist von der Riesenrasse, von der Oz-Rasse zu einem Strohhut. Denn Little Oz Jr. gefiel dieser Strohhut extrem gut und hat ihn auch getragen, wodurch er auch diesen Strohhut immer mit Ace verbunden hat. Denn dieser Strohhut schützte Little Oz Jr. immer vor Schnee und Regen, wodurch er nicht nass wurde und auch nicht frieren musste, was ja auch zufälligerweise perfekt zu seinen Vorfahren und auch zu den anderen Riesen und auch beispielsweise zu Ruffy passen würde, die ja auch alle eine Verbindung haben zu Eis. Somit Little Oz Jr., die Verbindung zu einem Strohhut wurde geschaffen. Doch was ist mit dem Oz von der Thriller Bark? Hat er einen Hut getragen? Das hat er zwar nicht, aber er hat es versucht. Und zwar Oz mit Ruffys Schatten natürlich, wobei man eben auch sagen muss, dass Zombies nicht direkt komplett die Schattenpersönlichkeit übernehmen. Wir konnten beispielsweise bei Ryuma sehen, obwohl er Brooks Schatten hatte, dass Ryuma immer noch selber Ryuma war. Das heißt, der Zombie ist eine Kombination von Schattenträger und von der echten Persönlichkeit. Und bei Oz konnten wir sehen, dass er versucht hat, einen Stein auf den Kopf zu legen, um somit ein Pirat zu sein, beziehungsweise um einen Piratenhut anzuziehen. Was natürlich auch perfekt zu Ruffy passt, dennoch muss man sagen, dass sich Oz auch perfekt wie Ruffy verhalten hat. Was ihm auch bedeutet im Hinblick auf Ryuma, dass Oz vor 500 Jahren zu seinen Lebzeiten genauso drauf war wie auch Ruffy, ansonsten hätte er sich auch nicht genauso verhalten wie auch Ruffy. Was eben auch bedeutet, dass der echte Oz auch versucht hätte, einen Hut zu tragen, und wenn er eben schon versucht hat, einen Piratenhut aufzuziehen, wieso dann auch nicht ein Strohhut? So, und jetzt Leute, jetzt gehen wir ganz tief in die Materie rein, und zwar in das Kapitel, wo wir Oz das erste Mal gesehen haben, und zwar in Kapitel 456. Legen wir jetzt die Zahl 456 in die einzelnen Bestandteile der Zahlen heraus, kommt raus Yon Gomu. Der letzte Teil, Gomu, natürlich eine Verbindung zu Gomu Gomu no Mi, zu Ruffys Teufelsfrucht, zumindest so wie sie eben noch bis vor kurzem gehießen hat. Auf jeden Fall, Gomu ist eine Verbindung zu Ruffy natürlich, und genau in diesem Kapitel sehen wir Oz das erste Mal, was eine Verbindung sein könnte. Auf jeden Fall wissen wir, dass Moria in eine vereiste Kammer gegangen ist, also genau auch das, was Im-Sama getan hat in Kapitel 906. Beide, Moria und auch Im-Sama, sind in eine vereiste Kammer gegangen, um dort etwas zu machen, was mit Joy Boy bzw. mit Ruffy zu tun hatte. Und zwar Im-Sama ist mit Ruffys und mit Blackbeards Steckbrief in der vereisten Kammer zum großen Strohhut gegangen, während Moria mit Ruffys Schatten zur vereisten Leiche von Oz gegangen ist. Die Verbindung zu Blackbeard, die klären wir erst später auf in dem Video, das ist erstmal nicht relevant. Dennoch muss man auch sagen, dass wir sehen, dass Ruffys Schatten in der Hand von Moria genau die gleiche Pose einnimmt, wie auch die Nika-Pose, die wir beispielsweise gesehen haben, als Huusu von Nika erzählt hat. Und natürlich auch in Kapitel 1044, als Ruffy in die Nika-Form gegangen ist. Und wenn wir gerade bei Nika sind, also beim richtigen Joy Boy, was verbindet eben Oz und den großen Strohhut auf Mary Joa mit Joy Boy? Natürlich, der große Strohhut auf Mary Joa sollte der Strohhut sein, der dem richtigen Joy Boy gehörte, währenddessen Oz ein Nachfahre von Joy Boy war. Und jetzt wird's wirklich krass. In Kapitel 1085 konnten wir die wahren Gestalten der Gorosei und Im-Sama sehen, etwas, womit wir niemals gerechnet hätten. Dennoch konnten wir eben sehen, dass Im-Sama, die Gorosei und vor allem auch diese Pfeile eine schattenartige Gestalt hatten. Also eine sehr, sehr ähnliche Fähigkeit, wie sie auch Gecko Moria besitzt, was eine weitere Verbindung wäre von Moria zu Im-Sama und somit auch von Oz zu Ruffy zu Joy Boy. Und zudem haben wir doch diese drei riesigen Schatten gesehen am Ende des Thriller Bark Arcs, die wir uns bis heute noch nicht erklären konnten. Und die wahrscheinlichste Antwort darauf, beziehungsweise die Antwort, die die meisten aus der Community schon mal gehört haben und die die meisten auch schon kennen, ist die Antwort, dass das Im-Sama gewesen ist. Gerade wegen Kapitel 1085, wo wir sehen konnten, dass Im-Sama eine komplett andere Form einnehmen konnte, können wir nicht mehr pauschal sagen, wie Im-Sama von der Gestalt her aussieht. Er könnte sich gefühlt in alles verwandeln. Und gerade diese drei Türme, beziehungsweise eines von diesen drei Wesen wenigstens nur, könnte Im-Sama gewesen sein. Denn was wir eben auch erfahren haben, ist zum einen, dass Kuma, also Bartholomäus Bär, während des Thriller Bark Arcs dort aufgetaucht ist, um anscheinend Moria zu helfen. Dass Kuma zu damaligen Zeiten ein zwielichtiger Typ war, dem wir nicht vertrauen konnten, ist natürlich klar. Und der auch nicht die Wahrheit gesagt hat, das wissen wir bereits. Aber zum einen Kuma ist dort aufgetaucht und wenig später wurde auch Moria von Doflamingo assassiniert und sollte dabei auch getötet werden. Doch ist wirklich die Schwäche von Moria der Grund dafür, weswegen man ihn töten wollte? Oder war auch schon bereits der Besuch von Kuma ein Plan dafür, wie man Moria töten kann? Denn wie gesagt, diese großen Schatten, was wir auch erfahren haben,
beobachteten die Thriller-Wag schon seit einer längeren Weile. Doch wieso das Ganze? Wenn das Ganze wirklich Ibisama gewesen sein sollte, wäre die Antwort relativ klar. Wenn Moria einen Nachkommen vom echten Joyboy bei sich haben sollte, wäre es rein logisch, dass Ibisama Moria im Auge behält. Und das gerade im Florian Triangle, in dem Dreieck, welches die Regierung selber erzeugt hat, um eine ganz bestimmte Rasse im Auge zu behalten und auch schlussendlich auszurotten. Aber wie gesagt, Ibisama im Florian Triangle hat Gecko Moria schon länger ganz genau beobachtet und genau nachdem Oz wieder zum Leben erwacht wurde, tauchte Kuma dort auf, wahrscheinlich im Auftrag, Moria zu töten im Geheimen und zudem natürlich auch Doflamingo, der Moria beseitigen sollte, ausgerechnet Doflamingo, der Samurai der Meere, mit der größten Verbindung zu Ibisama. Zudem natürlich ganz klar, Ruffys Schatten wurde in den Körper von Oz gesteckt, was eine direkte Verbindung wäre von Oz zu Ruffy und somit auch zu Joy Boy und zudem ist das Lieblingsessen von Oz damals gewesen, was sollte es sein? Natürlich Fleisch. Also teilen sich die beiden auch genau das gleiche Lieblingsessen, was langsam kein Zufall mehr ist. Außerdem auf dem Cover von Band 48 von One Piece sehen wir Ruffy vor Oz am Schrein. Beide schreien genau gleich und was sehen wir dort? Ruffy ist genau so vor Oz positioniert, dass es so aussieht, als ob Ruffy selber Hörner hätte. Das Ganze wegen den Zähnen von Oz. Aber dort wird eben schon wieder suggeriert, dass Ruffy Hörner hätte, wie gesagt, und somit auch wieder eine Verbindung hätte zur antiken Riesenrasse, also zu der Rasse von Oz und somit auch von Joy Boy, was bei den vielen Hinweisen und auch Auffälligkeiten eigentlich kein Zufall sein kann. Das heißt, es sollte der Fall sein, dass Joy Boy ein Vorfahre war von Oz und somit auch ein antiker Riese war und dass somit auch möglicherweise der Schädel, der sich auf Onigashima befindet, der Schädel vom echten Joyboy war, der sich nach seinem Tod auf Wano Kuni befindet. In diesem Schädel lebte noch bis vor kurzem Kaido, die Person, die von sich selbst dachte, dass er Joyboy sei. Und dabei auch zufälligerweise, wenn wir Kaidos Namen auf Japanisch lesen, kann dort auch statt Kaido so viel rauskommen wie Strong Kid, also starkes Kind, und auch zufälligerweise Joyboy. Kaido kann auch als Joyboy gelesen werden. Und was ist noch auf Onigashima passiert in Bezug auf Joyboy? Natürlich Ruffy wurde selbst zu Joyboy und Sunisha meinte auch, Joyboy ist wieder erwacht. Sunisha ist mit Wano Kuni verbunden und gerade auf Wano Kuni, wo sich auch der echte Schädel von Joyboy befinden könnte, ist auch Ruffy zu Joyboy erwacht und wurde somit auch zu Nika. Das heißt, Joyboy war ein antiker Riese, er war ein Vorfahre von Oz und Little Oz Jr., gehörte dabei natürlich auch zum D-Clan. Die Geschichte von One Piece läuft seit mittlerweile fast 25 Jahren und eine bestimmte Sache war ein Kernbestandteil der Story und zwar das Lachen. Egal welcher Charakter, irgendwie haben die meisten Charaktere eine besondere Lache, sei es Ruffy, sei es Gecko Moria, sei es Caesar Crown, jeder doch so irrelevante Charakter hat eine Lache bekommen, die ihn einzigartig macht und später haben wir noch erfahren im Film Stampede von den Roger Piraten, dass Raftel eigentlich Lortel heißt, weil Roger diese Insel so genannt hat und somit auch hier wieder eine Verbindung dazu, dass One Piece an sich mit dem Lachen verbunden ist. Und dann auch die Sache, die vor ungefähr einem Jahr erst dazugekommen ist, die Existenz vom Sonnengott Nika. Huesu hat vor ungefähr einem Jahr davon erzählt und in Kapitel 1044 haben wir gesehen, dass Ruffy nicht die Gummifrucht hat, sondern die legendäre Nika-Teufelsfrucht und dass der Sonnengott Nika, so wie es aussieht, immer lachen muss. Somit sollten wir uns, wie ich denke, auf jeden Fall einig sein. Die Geschichte One Piece hängt mit dem Lachen extrem krass zusammen und deswegen auch sehr wahrscheinlich die letzte Insel und das One Piece an sich. Wir haben auch gesehen, dass die Roger-Piraten gelacht haben auf der letzten Insel. Deswegen wird auch wahrscheinlich die letzte Insel, Lothtail, Raftel, wie auch immer, mit dem Lachen eine große Verbindung haben. Könnte das auch bedeuten, dass Raftel an sich eigentlich auch generell das Lachen selbst ist? Was ich damit meine, darauf kommen wir später zu sprechen, aber was könnte Raftel sein, beziehungsweise wo wird Raftel liegen? Ist Raftel wirklich eine Insel auf dem normalen Blaumeer? Das heißt, die Strohpiraten könnten einfach so die Insel besuchen, wenn sie wissen, wo sie ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, denn wir wissen eben, dass man, um Raftel zu erreichen, 4 Roadpoint-Glyphe braucht. Und wenn Raftel tatsächlich eine normale Insel ist, dann sollte normalerweise irgendwann mal rein wahrscheinlichkeitstechnisch irgendeine normale Piratenbande mal Raftel betreten haben, wenn es eben so sein sollte, dass Raftel eine normale Insel ist. Aber vor allem deswegen kann ich mir es eben nicht vorstellen, dass Raftel genauso wie beispielsweise Water 7 oder Alabasta eine normale Insel ist. Entweder wird Raftel über dem Meer sein, also in den Wolken, oder unter dem Meer. Dass zumindest Inseln über dem Meer möglich sind, sehen wir natürlich an Skypiea. Es gibt sehr viele Himmelsinseln, die wir beispielsweise schon kennen. Das Balloon Terminal, wie gesagt Skypiea oder auch Burka. Und dass auch irgendwie Inseln unter dem Meeresspiegel existieren können, das sehen wir an der Fischmenscheninsel. Die Strohpiraten haben die Fischmenscheninsel direkt bereist, als sie sich nach 2 Jahren wieder getroffen haben. Aber wie sind die Strohpiraten eigentlich zur Fischmenscheninsel gekommen?
Der Grund dafür war Rayleigh. Denn Rayleigh hat eben das Schiff beschichtet und dadurch konnten die Strohpiraten eben unter Wasser segeln. Die Frage ist allerdings, wieso kann Rayleigh das eigentlich? Also wieso hat Rayleigh gelernt, Schiffe zu beschichten, damit man unter dem Wasser reisen kann? Allein der Grund, damit die Roger-Piraten zur Fischmenscheninsel kommen, der ist, wie ich finde, zwar an sich natürlich nicht schlecht. Allerdings glaube ich schon, dass der Mentor stecken sollte, denn selbst wenn Rayleigh es eben nicht gekonnt hätte, gäbe es ja noch andere Coating-Handwerker auf dem Sabaody-HP. Zum Beispiel sind ja auch alle anderen Supernovas zur Fischmenscheninsel und damit auch in die neue Welt gekommen, obwohl sie an sich nichts mit Rayleigh zu tun hatten. Und das heißt auf jeden Fall auch, dass es sehr viele Coating-Handwerker gibt in der Welt von One Piece, dabei natürlich vor allem auf dem Sabaody-HP. Und deswegen bräuchten die Roger-Piraten an sich auch niemanden, der es von ihrer eigenen Bande kann. Wieso hat dann aber Rayleigh gelernt, wie man ein Schiff beschichten kann? Könnte das vielleicht ein Grund dafür sein, dass Raftel an sich unter dem Meeresspiegel ist, also mitten im Meer drin versteckt. Also eben dort, wo normale Piraten an sich, zumindest lebendig, niemals hinkommen. Ein anderes Beispiel wäre, dass Shanks selbst meinte, dass er auf keinen Fall die Fähigkeit verlieren möchte, selbst zu schwimmen. Vielleicht ist für Shanks das Schwimmen eben persönlich so wichtig, weil er von den Roger-Piraten eben erfahren hat, dass Raftel an sich unter Wasser liegt. Er selbst war ja nicht dabei wegen Buggy, aber er meinte ja auch, dass er irgendwann mal Raftel besuchen möchte und möglicherweise möchte er auch deswegen auf gar keinen Fall eine Frucht essen, damit er auch im Fall der Fälle selbst schwimmen kann. Außerdem sollte ja auch in der Community mittlerweile weit verbreitet sein, dass das Lied Binks Sake nicht nur irgendein Lied ist, sondern eben sehr wahrscheinlich und sehr viel Auskunft darüber gibt, wo Raftel liegt und generell ja auch eine Verbindung zu Joyboy haben sollte. Und ein Ausschnitt aus dem originalen Text von Binks Sake ist, wenn du die Nerven verlierst, könnte das dein letzter Atemzug sein. Könnte das eine Anspielung darauf sein, dass man bei der Reise nach Raftel Probleme mit dem Sauerstoff bekommen könnte? Wir wissen ja eben, wenn ein Schiff beschichtet wird, befindet sich ja auch unter der Schicht eine bestimmte Menge an Sauerstoff. Aber wenn man eben nervös wird, deswegen auch eben mehr Sauerstoff verbraucht, könnte es unter der Ummantelung des Schiffes an Sauerstoff ausgehen und somit würde es auch bedeuten, dass diese Textpassage aus dem Lied Binks Sake auch zutreffen würde, wenn man die Nerven verliert, wird das der letzte Atemzug sein. Das heißt, wenn man zu viel Sauerstoff verbraucht, hat man nichts mehr übrig und man wird nicht mehr atmen können, bis man auf Raftel angekommen ist. Das heißt, man würde eben ersticken. Und bei der letzten Reise der Roger-Piraten Richtung Raftel haben sie auch das Lied Binks Sake gesungen. Möglicherweise deswegen, weil sie auch wussten, dass im Lied die entscheidenden Tipps dafür sind, wie man nach Raftel kommt. Und deswegen haben sie es eben gesungen. Zum einen natürlich, weil sie Spaß haben wollten als Mannschaft, aber auch vor allem, weil sie nochmal alle zusammen durchgehen wollten, was man alles erfüllen muss, um auf Raftel anzukommen. So, aber wenn wirklich Raftel unter Wasser ist, welche Sachen aus der Geschichte von Ruffy könnten dafür sprechen, dass Raftel sich auf jeden Fall unter Wasser befindet? Ein Grund dafür wäre beispielsweise, dass die One Piece Geschichte an sich natürlich oft dem Prinzip von zwei Seiten einer Medaille entspricht. Beispielsweise hatten wir das Rosa, dort gab es eine Königsfamilie, die gestürzt wurde von einem Samurai der Meere. Und das gleiche haben wir eben auch auf Alabasta gesehen, da gab es auch eine Prinzessin genauso wie auf das Rosa, dort wurde auch die Königsfamilie gestürzt von dem Samurai der Meere, in dem Fall von Crocodile, auf Dressrosa war es eben Doflamingo. Und die beiden Arcs, also der Dressrosa Arc und der Alabasta Arc, waren auch die beiden ersten großen Arcs auf dem jeweiligen Meer. Das heißt Alabasta auf der Grand Line, Dressrosa in der neuen Welt. Oder zum Beispiel im Krieg auf Wano Kuni hätten wir zwei Antagonisten, und zwar Kaido und Big Mom. Und die Leute von Kaidos Piratenbande wurden durch die Kibidango-Bällchen ausgeschaltet, beziehungsweise sie wurden sogar auf die Seite von Ruffy gebracht. Und was war im Thriller Bark Arc? Auf der Thriller Bark hatten wir auch zwei Antagonisten mit Oz und mit Moria. Oz war eben Kaido sinnbildlich, beide waren Onis, Moria Big Mom, Moria hat eben die schwächere Variante der Teufelsfrucht von Big Mom, auch das passt perfekt. Und auch auf der Thriller Bark hatten wir das Salz, was das Äquivalent war zu den Kibidango-Bällchen von Otama auf Wano Kuni, denn durch das Salz wurden auch die Zombies getötet. Und es gibt ja noch viel, viel mehr Verbindungen von Wano zur Thriller Bark, beispielsweise Ryuma, seine Existenz oder auch Gecko Moria, der einmal gegen Kaido gekämpft hat. Aber was hat dieses zwei Seiten an der Medaille für Raftel zu bedeuten bei Ruffys Reise? Wir haben natürlich erfahren, dass man, um nach Skypiea zu kommen, einen Knock-Up-Stream nehmen muss. Und Skypiea liegt natürlich im Himmel, das wäre eben die zweite Seite der Medaille. Wenn Skypiea im Himmel liegt, wird Raftel unter Wasser liegen. Denn der Skypiea-Arc an sich hat unfassbar viele Parallelen zur Geschichte von One Piece und hat sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch eine extrem große Verbindung nach Raftel und zum Schatz an sich, dem One Piece selbst. Und wenn wir auch nochmal das Lied Binks Sake durchgehen, dann fällt auch auf, das sind viele Ähnlichkeiten zu der Reise nach Skypiea. Beispielsweise, dort wurde erwähnt, dass im fernen Himmel ein Sturm aufkommt. Genau so ein Panel haben wir gesehen, als die Strohpiraten Richtung Skypiea gereist sind. Oder ein weiterer Auszug des Textes ist, jetzt tanzen die Wellen, Schlag auf die Trommeln. Und wir sehen auch hier auf einem anderen Panel Richtung Skypiea, als die Strohpiraten eben den Knock-Up-Stream nehmen wollten, da mussten sie natürlich auch durch große Wellen und diese Wellen haben auch besondere Soundeffekte von Oda bekommen und das wird auch einen besonderen Grund haben. Natürlich kann man auch sagen,
Das ist normal ist bei einem Lockup-Stream, dass dort eben Wellen entstehen oder beispielsweise auch ein Sturm oder dunkle Wolken. Aber wieso wurde es dann in Bingsake geschrieben? Ich denke, es wird eine große Verbindung haben, und zwar eben zur Reise nach Raftel. Aber wie schon vorhin erwähnt, Raftel wird unter Wasser sein, somit nicht auf Skypia. Was hat also die Reise nach Skypia damit zu tun? Die Strohpiraten erlebten ja erst ihr vielleicht sogar größtes Abenteuer auf den Himmelsinseln durch die Insel Jaya. Denn die Strohpiraten sind auf Jaya angekommen und dort wurden sie von Marin Cricket dabei unterstützt, die Himmelsinseln zu erreichen, denn er hat sie aufgeklärt, wie ein Knock-Up-Stream entsteht. Aber ist das die einzige Verbindung von den Story-richtenden Elementen zur Insel Jaya? Natürlich nicht. Wir haben auf Jaya beispielsweise die Geschichte von Nolan, dem Lügner, erfahren. Er wird damals vor 400 Jahren eine enorm wichtige Rolle eingenommen haben und auch indirekt eine große Rolle spielen für die momentane One-Piece-Geschichte. Dazu, Blackbeard hat auf Jaya diese legendäre Rede gehalten, die Träume eines Menschen dürfen nie enden. Und so ein wichtiges Zitat auf ausgerechnet dieser Insel wird, wie ich denke, was Großes zu bedeuten haben. Und was, wie ich finde, Oda wirklich perfekt dargestellt hat, als Blackbeard das gesagt hat, wurden nur Blackbeard, Ruffy, Zoro und Nami gezeichnet. Alle anderen Personen auf Jaya, die über Blackbeard gelacht haben, die wurden in diesem Panel ausgenommen, die wurden nicht gezeichnet. Das hat den Grund, dass Blackbeard, Ruffy, Nami und Zoro die einzigen Personen waren, die es wirklich verstanden haben, was Blackbeard da gemeint hat. Man darf seine Träume verfolgen, man sollte nicht darüber lachen. Eine extrem bekannte Szene ist natürlich, als Ruffy in der Bar meinte, dass er die Himmelsinseln besuchen möchte, und dann kam Bellamy und hat Ruffy dann geschlagen, auf den Tresen gehauen und eben sehr stark verletzt, weil Ruffy eben einen Traum hatte. Und das war noch nicht mal alles, denn alle Leute in der Bar und von Bellamys Piratenbande haben über Ruffy, Nami und Zoro und vor allem natürlich auch über Ruffy an sich, weil er der Captain ist, gelacht. Und auch hier hat mal wieder das Lachen eine große Rolle gespielt, und auch Bellamy trägt den Beinamen die Hyäne. Man kann sich natürlich fragen, wieso trägt Bellamy eben diesen Beinamen? Wir wissen es bis heute nicht. Allerdings, was eben dabei auffällt, ist, dass ausgerechnet Hyänen dafür bekannt sind, dass sie eine einzigartige Lache haben, was natürlich auch perfekt zu der Geschichte von One Piece passt. Und wie schon vorhin erwähnt, ausgerechnet in dem Moment, in dem Ruffy eben gesagt hat, dass er diese unmögliche Reise antreten möchte in Richtung der Himmelsinseln, da haben alle gelacht. Passend zu Lost Tale vielleicht, als Ruffy wollte eben Geschichte schreiben, indem er die Himmelsinseln besucht, und dadurch haben alle gelacht. Und ich denke, einen passenderen Namen als Lost Tale eben gäbe es eben nicht dafür. Und hier kommt wieder die Sache mit zwei Seiten einer Medaille im Spiel. Wenn eben die Strohpiraten die unmögliche Reise Richtung Himmel antreten wollten, dann vielleicht auch demnächst die unmögliche Reise in Richtung Meeresboden. Weitere Verbindungen von der Insel Jaya zum One Piece an sich wären beispielsweise, dass wir auf Jaya einen Charakter kennengelernt haben. Sein Name war Jobo, also passend zu Joy Boy. Ein sehr ähnlicher Name wie eben Joy Boy. Und wenn man auf den Namen Bingsake schaut vor dem Lied, fällt natürlich auf, das Ganze hat mit Alkohol zu tun. Und was ist mit Jobo? Jobo ist dauerhaft besoffen. Passt, wie ich finde, auch perfekt dazu, dass Jobo zumindest eine Verbindung hat zu Joy Boy und dass somit auch möglicherweise Joy Boy eine sehr große Verbindung hat zu dieser Insel Jaya. Oder auch die Southbirds, durch die die Strohpiraten nach Skype gekommen sind, haben einen einzigartigen Klang, und zwar sagen sie immer Jaw. Jaw passend zu Joy Boy vielleicht. Also auch hier wäre eine potenzielle Verbindung von Joy Boy zu Jaya. Dabei haben wir auf Jaya auch ein bestimmtes Zeichen extrem oft gesehen. Also auf Jaya wird dieses bestimmte Zeichen extrem oft dargestellt. Beispielsweise wurden die Fenster auch nach diesem Zeichen konstruiert. Das ist ein Kreis mit einem Kreuz innen drin, und in den vier Kacheln des Kreuzes ist jeweils nochmal ein Teil eines weiteren Kreises dargestellt, der abgeschnitten wurde. Und damit haben wir das Zeichen von Jaya. Wenn wir das Zeichen aber mal 45 Grad zur Seite drehen, fällt auf, wir haben ein X und wir haben eben, wie gesagt, vier Halbkreise, vier irgendwelche Zeichen, die etwas darstellen wollen. Ein X, wofür wird ein X stehen? Natürlich für einen Schatz. Und für was braucht man vier Gegenstände, um einen Schatz zu erreichen? Es sind die vier Warp-Hieroglyphe. Und könnte das Zeichen auf Jaya eben bedeuten, dass man vier Warp-Hieroglyphe braucht, um den letzten Schatz zu erreichen, um das One Piece zu finden? Und das könnte eben auch bedeuten, dass das One Piece an sich auf Jaya ist, beziehungsweise direkt mit der Insel Jaya in Verbundenheit steht. Dabei ist Jaya an sich eine Insel, die einen Totenkopf darstellt, und wenn das One Piece an sich ein Lachen darstellt, wo sollte dann eben das One Piece liegen, beziehungsweise wo sollte Raftel liegen, wenn nicht natürlich im Mund des Totenkopfs? Was natürlich auch perfekt passen würde, weil wir Menschen lachen eben natürlich auch aus dem Mund. Wenn wir uns an sich aber mal das heutige Jaya anschauen,
dann sehen wir, dass es eben nur den Mund darstellt, des Totenschädels. Der Rest des Totenschädels ist irgendwie weg. Also ein Großteil ist eben auf Skypia und was mit dem rechten Auge ist, das wissen wir nicht. Ob überhaupt mal ein rechtes Auge existiert hat bei dieser Insel. Aber selbst wenn ja, wir wissen eben nicht, wo es ist. Aber auf jeden Fall, das heutige Jaya ist eben nur der Mund des Totenschädels. Und wenn man sich mal den Mund anschaut, dann sehen wir, das sieht extrem krass so aus, als ob da zwei Tiere gegeneinander kämpfen würden. Also hier wird offensichtlich ein Kampf dargestellt. Von der linken Seite, wo eben Mocktown drauf ist, zur rechten Seite, wo das Haus von Marin Cricket ist. Das heißt, wir sehen hier zwei Tiere oder Dinosaurier oder was auch immer das darstellen soll, die gegeneinander kämpfen. Und die Insel Jaya hat auch eine Bedeutung auf Hindi. Und zwar heißt Jaya auf Hindi so viel wie Sieg, also Victory. Und das passt auch, wie ich finde, perfekt zu einem Kampf, der hier dargestellt wird. Und das könnte auch eben bedeuten, dass eines der beiden Monster die Weltregierung, also Imsama, darstellt und das andere Monster stellt eben Joyboy dar. Und der Gewinner des Kampfes wird eben die Welt komplett verändern und in dem Fall hat eben Imsama gewonnen und damit auch eben die Weltregierung. Was wir auch an sich natürlich in der heutigen Zeit sehen, wo die Weltregierung existiert und die Welt komplett beherrscht. Wenn wir aber wieder auf die Sache von zwei Seiten einer Medaille zurückkommen und dabei auch den Skypie-Arc bzw. generell die Insel Skypie mit einbeziehen, dann wird ja auch, wie schon vorhin erwähnt, Raftel am Meeresgrund sein. Aber wie kamen die Schrotpiraten nach Skypie? Durch den Knock-Up-Stream. Und wir haben ja auch von Marin Cricket eine mögliche Erklärung dafür bekommen, wie Knock-Up-Streams entstehen. Und zwar, es soll am Meeresgrund Löcher geben und in diese Löcher fließt Wasser rein und wenn sich das Wasser genug erhitzt und genug Druck entsteht, dann schießt das Wasser nach oben in die Luft und ein Knock-Up-Stream entsteht. Und wenn wir auch hier wieder auf diese Medaillensache draufschauen, wenn die Strohpiraten einmal nach oben geschossen wurden durch den Knock-Up-Stream, dann vielleicht auch einmal nach unten gezogen werden. Also auch wieder indirekt durch den Knock-Up-Stream, also eben in dem Fall dadurch, dass das Loch im Meeresgrund wieder Wasser anzieht. Und so würden die Strohpiraten wieder in Richtung des Meeresbodens gelangen und damit auch möglicherweise nach Raftel. So, und wenn Raftel eben im Mund des Totenschädels von Jaya ist, also im Mouth Bay, dann können wir ja auch mal die komplette Insel Jaya mit 4 Warp-Polyglyphen verbinden, die ein X darstellen. Und wenn wir den Totenschädel über das X drüberlegen, dann sieht es perfekt so aus wie ein Jolly Roger. Und das passt, wie ich finde, wirklich perfekt zu der Geschichte an sich von One Piece, zur letzten Insel und noch zum größten Schatz, den wir seit 25 Jahren schon suchen. Und wenn wir uns beispielsweise mal die Color Spread von Chapter 100 und von Chapter 1000 anschauen, was natürlich auch besondere Zahlen sind für einen Manga, wenn er 100 Chapter erreicht hat und vor allem auch 1000 Kapitel, dann sehen wir auch bei diesen Color Spreads, dass ausgerechnet bei diesen beiden Color Spreads aus dem Mund des Totenschädels Gold rauskommt, was natürlich darstellen soll, dass der Schatz an sich im Mund liegt, was wir auf Jaya übertragen können, dass es One Piece an sich im Mund von Jaya liegt, also zwar weit unter dem Meeresboden, aber von oben drauf betrachtet wäre eben der Schatz an sich das One Piece unter dem Mund von Jaya, was ja auch perfekt dazu passen würde, dass One Piece ja auch an sich eine Lachgeschichte ist, wie schon vorhin erwähnt. Der Schatz wird an dem Ort liegen, an dem die Strohpiraten schon längst an sich waren und der auch die größte Verbindung zum größten Bestandteil der Geschichte hat, und zwar zum Lachen an sich. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Jaya eine immense Rolle spielen wird, das One Piece zu finden und dass das One Piece an sich auch unter Jaya liegt im Mouth Bay. Sein erster Auftritt war in Kapitel 100, also fast vor 1000 One Piece Kapiteln, und dennoch wissen wir nicht wirklich, wer er ist, wie er drauf ist, was seine Fähigkeiten sind. Dragon ist an sich ein komplettes Mysterium. Dennoch ist klar, dass er sich eines Tages gegen die Regierung stellen wird und dabei auch sehr wahrscheinlich an Ruffys Seite kämpfen wird, und somit stellt sich natürlich auch die Frage, wenn er kämpfen wird, wie wird er kämpfen? Er wird definitiv zu den stärksten One Piece Charakteren gehören, das sollte klar sein, aber was sind seine Fähigkeiten? Wenn wir drauf schauen, was wir sehen, wenn Dragon auftaucht, dann sehen wir eben immer einen Wind, immer beispielsweise auch ein Unwetter wie beispielsweise Regen und auch beispielsweise Blitze. Das heißt auf jeden Fall, Dragons Auftauchen muss sehr viel zu bedeuten haben in Bezug auf das Wetter, denn diese komischen Korrelationen von Unwetter und Dragon werden kein Zufall sein. Also was sind Dragons Fähigkeiten? Und vorweg, es wird sehr wahrscheinlich keine normale Wetterfrucht sein oder keine Wetterlogia-Frucht beispielsweise. Es wird sehr viel krasser sein, was wir erfahren werden, wenn wir Dragon komplett erklärt bekommen und auch seine Fähigkeiten. Und seine Fähigkeiten gleichen denen seines Sohnes, und zwar Ruffy, mit der mystischen Zornfrucht vom Modell Sonnengott Nika. Und zwar besitzt Dragon, wie gesagt, die mystische Menschenfrucht vom Modell Regengott Sanka. Und die Erklärung dafür haben wir, wie es der Zufall auch so will, natürlich im Skypie-Arc bekommen. Der Skypie-Arc bietet extrem viele Parallelen zum Endgame von One Piece. Wir hatten ein Battle Royale, was Oda auch für dieses Jahr angekündigt hat. Wir hatten den Gott Enel über seinen Priestern, was auch sehr gut passen würde, zu Imsama über den Gorosei. Und noch unfassbar viele weitere Parallelen vom Skypie-Arc zum Ende von One Piece. Und dabei haben wir während des Skypie-Arcs ein Flashback bekommen von vor 400 Jahren, als Noland, der heutzutage als Noland der Lügner bekannt ist, auf Jaya aufgetaucht ist und dabei auch bei Shandora aufgetaucht ist.
als er eben das Volk der Shandia kennengelernt hat und dabei auch eine extrem große Sache getan hat. Und zwar, das Volk der Shandia, die auf Shandora bzw. auf Jaya gelebt haben, also eben den Teil von Jaya, der später in den Himmel geschossen wurde durch den Lock-Up-Stream. Dieses Volk, diese Ureinwohner vor 400 Jahren waren extrem gläubig, aber sie glaubten an den falschen Gott. Denn es kam eben dazu, dass es zu einer Opfergabe kommen musste und als Opfer stellte sich die Tochter von Kagara und zwar Moose bereit und Moose sagte noch vor der Hinrichtung zu ihrer Mutter, ich glaube, wenn ich sterben werde, werde ich dem Sonnengott begegnen. Das heißt, dort vor 20 Jahren in der Echtzeit war es das erste Mal, dass wir den Sonnengott in der One Piece Story erwähnt bekommen haben und nur kurz darauf, während der Zeremonie bzw. während der Opfergabe von Moose war es eben auch so, dass wir drei weitere Götter erwähnt bekommen haben, und zwar den Gott des Waldes, den Gott des Regens und den Gott der Erde. Das heißt, wir haben vier Götter in One Piece. Einer davon ist der Sonnengott, den wir natürlich ganz klar durch Ruffy kennen. Und die drei anderen Götter, und zwar wie gesagt der Gott des Regens, der Gott des Waldes und der Gott der Erde, diese drei Götter sind auch mit dem Sonnengott anscheinend gleichzustellen. Das heißt, neben Ruffy, neben Joy Boy, gibt es noch drei weitere Götter, die wir noch nicht kennen und die noch nicht erwähnt wurden. Wenn aber Oda ausgerechnet im Skypiea-Arc und dabei auch ausgerechnet im Nolan-Flashback so etwas Wichtiges sagt, wie eben Götter der One-Piece-Welt, die er auch später zum Teil aufgegriffen hat durch Ruffy, dann werden auch die anderen Götter definitiv wieder eine Rolle spielen. Bis jetzt war es aber nicht der Fall, beziehungsweise bis jetzt kennen wir die anderen Götter noch nicht offiziell, also es gibt nur Theorien dazu. Aber wieso sollte eben Dragon der Regengott Sanka sein? Und wie komme ich überhaupt auch darauf, dass der Gott des Regens bzw. der Regengott den Namen Sanka trägt? Wir wissen zum einen eben, dass der Sonnengott den Namen Nika trägt. Nika, diesen Namen haben wir schon vorher in One Piece einmal gehört, und zwar auf der Fischmenscheninsel bei den Killifish-Fünflingen. Das waren fünf Meerjungfrauen, die an sich keine Rolle für die Story gespielt haben, die aber alle jeweils Namen bekommen haben. Wie gesagt, waren aber total irrelevant für die Story. Und zwar lauteten ihre Namen folgendermaßen, und zwar Ichika, Nika, Sanka, Yonka und Yonka 2. Dabei kennen wir natürlich Nika durch den Sonnengott Nika. Wenn wir auf die Kleidung schauen von Nika von den Killifish Fünflingen, sehen wir auch, dass sie rote Kleidung trägt, passend zur Sonne. Die Sonne besteht aus Wasserstoff und Helium, was in Verbindung zueinander brennt, weswegen die Sonne auch so aussieht wie ein riesiger Feuerball. Weswegen auch für Nika von den Killifish Fünflingen, die den Sonnengott darstellt, die Farbe Rot perfekt passt. Aber wer sind eben die anderen vier Killifish Fünflinge? Wieso gibt es Ichika, Sanka, Yonka und vor allem auch Yonka 2? Also wieso gibt es den Namen Yonka 2 mal, anstatt einfach die fünfte Goka zu nennen, weil das Wort Go auf Japanisch so viel bedeutet wie 5. Und die anderen Namen von diesen Fünflingen haben auch die japanischen Wörter für die Zahlen enthalten. Das heißt, Ichika steht für die 1, Nika für die 2, Sanka für die 3, Yonka für die 4 und Yonka 2 eben für 4-2 so gesehen, anstatt einfach für die 5. Also wieso gibt es eben Yonka 2 mal? Erstmal kommen wir auf Sanka zu sprechen und damit eben auch auf Dragon. Das wäre, wie ich finde, das, was am einleuchtendsten ist. Und zwar sehen wir eben, dass Sanka blaue Kleidung trägt, passt natürlich auch zu einem Unwetter, zu Regen, zu Wasser, was Dragon darstellen würde durch den Regen, den er erzeugt bei Unwettern, was auch perfekt zu Dragons Fähigkeiten passen würde. Und dabei ist es eben auch so der Fall, dass der Name Sanka ein Beiname ist von der griechischen Göttin Hera. Und die griechische Göttin Hera kann unter anderem auch Blitze, Regen und eben auch einfach Unwetter erzeugen, passend perfekt zu auch Monkey D. Dragon. Und dabei soll beispielsweise auch die griechische Göttin Hera einen Umhang aus Faunfedern besessen haben, was perfekt zu Dragons Kleidung passt. Dragon ist ja nicht ganz normal gekleidet, eher als ob er sich so verstecken wollen würde in seinem Umhang. Und dabei ist die Farbe von seinem Umhang auch natürlich grün. Genauso wie auch der Umhang der griechischen Göttin Hera. Und zudem kommt beispielsweise auch noch, dass der Stiefsohn von Hera, also nicht ihr leiblicher Sohn, aber der Sohn ihres Mannes, den er mit einer anderen Frau bekommen hat, der Sohn ist in der griechischen Mythologie der Gott der Sonne, beziehungsweise einfach gesagt der Sonnengott, und zwar Helios. Und das passt hier perfekt zu One Piece. Wir haben eben Dragon, dessen Sohn ist auch Ruffy. Ruffy ist durch seine Teufelsfrucht der Sonnengott geworden. Und förmlich gesehen genau das gleiche haben wir auch bei Hera und Helios. Helios ist zwar nicht der leibliche Sohn, aber eben auch der Sohn von Hera. Und Hera würde durch ihre Fähigkeiten, durch ihren Namen und auch beispielsweise durch ihre Kleidung Dragon darstellen. Und ihr Sohn ist eben Helios, der perfekt zu Ruffy passt, dem Sonnengott. Das heißt, wir können ganz klar erkennen, dass Sanka von den Killifish Fünflingen eine große Verbindung hat zu Dragon. Weswegen man auch sagen könnte, dass Dragon genauso wie auch Ruffy die Teufelsfrucht vom Modell Sonnengott Nika besitzt, die Teufelsfrucht vom Modell Regengott Sanka besitzt. Denn das würde auch am meisten Sinn ergeben, dass der Regengott und
unter diesen Göttern am besten zu Sanka passen würde. Und somit hätten wir eben die Verbindung von Dragon zum Regengott Sanka. Somit hätten wir eben, wie gesagt, den Sonnengott Nika, also Ruffy, den Regengott Sanka, also Dragon, und zudem noch zwei weitere Götter, und zwar den Gott des Waldes und den Gott der Erde. Dabei haben wir eben Ichika, Yonka und Yonka 2. Wieso gibt es Yonka eben zweimal? Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass es den einen Gott auch zweimal in der Story gibt, beziehungsweise dass der eine Gott zweimal in der Story vorkommt. Und wenn der Yonka-Gott eben zweimal in der aktuellen One Piece-Story vorkommt, stellt sich natürlich auch die Frage, was definiert eigentlich ein Gott? Und ich denke, die Erklärung dafür wäre eine Teufelsfrucht. Ruffy wurde eben erst durch die Sonnengott-Nika-Teufelsfrucht zum Sonnengott und Dragon wahrscheinlich auch erst durch seine Regengott-Sanka-Teufelsfrucht zum Regengott, weil er auch erst dadurch die Fähigkeiten bekommen hat. Das heißt, es wäre, wie ich denke, am logischsten, dass diese Teufelsfrüchte damals vor 800, 900 oder beispielsweise auch 1000 Jahren von Personen verwendet wurden, die man heutzutage als eben die Götter verehrt, wie eben den Erdgott, Regengott, Waldgott und auch Sonnengott beispielsweise. Denn es sind ja mystische Sornfrüchte, das heißt, normalerweise sollten die Gestalten, an die die Teufelsfrüchte angelehnt sind, nicht wirklich existiert haben. Ein Buddha zum Beispiel oder ein neunschwänziger Fuchs oder beispielsweise auch einfach ein Phönix, solche Kreaturen bzw. solche Lebewesen werden sehr wahrscheinlich auch in der One Piece Welt nicht wirklich mal existiert haben, sie bestehen eben nur aus der Legende. Und genauso wird es, wie ich denke, auch bei den Götterfrüchten sein, dass die Götterfrüchte erst durch die Nutzer ausgemacht wurden, das heißt, als beispielsweise Moose vor ihrer Hinrichtung über den Sonnengott geredet hat, hat sie sehr wahrscheinlich auch über Joyboy geredet, weil der Sonnengott bzw. die Sonnengott-Teufelsfrucht erst durch Joyboy bekannt geworden ist. Und genauso wird es, wie ich denke, eben auch bei den anderen Teufelsfrüchten sein. Und um wieder zurückzukommen zu Yonka und Yonka 2, welche Teufelsfrucht ist zweimal aufgetreten bzw. bei zwei verschiedenen Personen und das Ganze im Kontext entweder zum Waldgott oder zum Erdgott? Was, wie ich finde, am besten passen würde, wäre auf jeden Fall zum Erdgott, wegen der Erdbeben bzw. wegen der Beben-Teufelsfrucht, die eben bei Whitebeard und später auch bei Blackbeard aufgetaucht ist. Wir haben eben Yonka, und zwar eben die erste Yonka, die zum Beispiel einen weißen Hut trägt, die einfach relativ weiß gekleidet ist, passend wie auch zu Whitebeard. Und wir haben Yonka 2, die beispielsweise ein schwarzes Oberteil trägt und dazu einen gelben gepunkteten Hut, was perfekt zu Blackbeard passen würde. Wir haben eben zum einen die Verbindung zu Blackbeard wegen der Farbe Schwarz, das sollte klar sein. Und auch der Hut von Yonka 2 passt perfekt zu Blackbeard, und zwar nach dem Timeskip sehen wir Blackbeard mit einem neuen Stirnband, und zwar mit einem gelben Stirnband, was gepunktet ist, was sehr gut zum Hut von Yonka 2 passen würde, wodurch man eben die Verbindung schließen kann von Blackbeard zu Yonka 2 und von Whitebeard zu Yonka bzw. zu Yonka 1. Und somit haben wir auch die Verbindung von der Bebenfrucht zu einem der beiden Götter, und zwar eben zum Waldgott oder zum Erdgott. Und zu der Erdbebenfrucht würde natürlich auch der Erdgott am besten passen. Das heißt, wir haben den Sonnengott Nika, der Ruffy darstellen würde, wir haben den Regengott Sanka, der Dragon darstellen würde, und wir haben eben Yonka und Yonka 2, also den Erdgott, der Blackbeard und auch Whitebeard darstellen würde. Und übrig bleiben würde eben Ichika, und zwar Ichika müsste dann auch der Waldgott sein, was auch perfekt zu der Farbe der Kleidung von Ichika passen würde, denn Ichika trägt grüne Kleidung, passend zum Wald natürlich. Und welche Person kennen wir, die mit Wald verbunden werden kann? Das wäre natürlich sehr wahrscheinlich Green Bull, weswegen man davon ausgehen kann, dass Green Bulls wahre Teufelsfrucht auch eigentlich die Waldgott Ichika-Frucht ist. Was aber dennoch auch möglich wäre, wäre beispielsweise, dass der Waldgott eigentlich nicht Green Bull ist, sondern Im-Sama, wegen dem Room of Flowers, wegen dem Raum, in dem sich Im-Sama oft befindet, weil dort einfach alles von Pflanzen bedeckt ist und förmlich komplett belebt wird, wie beispielsweise eben auch in einem Wald. Und das ist inmitten des Pangaea Castles, der ja eigentlich sehr gepflegt ist, nicht üblich, dass mittendrin ein Raum ist, der vollkommen bewachsen ist von Bäumen und beispielsweise dort auch Schmetterlinge leben. Das geht eigentlich nicht. Deswegen wäre es auch sehr gut vorstellbar, dass der Waldgott eigentlich nicht Green Bull ist, und somit wären eben auch förmlich gesehen bzw. aus der Göttersicht aus Im-Sama, Ruffy, Dragon und auch Blackbeard und ehemals Whitebeard alle auf einer Stufe. Und dabei, wie gesagt, der Skypiea Arc ist die perfekte Verbindung generell zum Ende von One Piece. Wie gesagt, schon damals das Battle Royale oder auch Im-Sama, der durch Ene dargestellt wurde, und beispielsweise auch die Priester, die die Gorosei dargestellt haben. Der letzte Supernova, auf dessen Auftritt nach dem Timeskip wir noch warten, ist Urush. Der Kapitän der Sündiger Mönch Piratenbande mit einem Kopfgeld von 108 Millionen Berry. Wobei man eben auch sagen muss, dass der deutsche Name seiner Piratenbande etwas falsch ist. Im Englischen bzw. im Originalen heißt die Piratenbande von Urush The Fallen Monk Pirates, also die gefallenen Mönchpiraten, was in Bezug auf Urush auf jeden Fall eine größere Bedeutung haben könnte, wodurch wir auch eben auf etwas schließen könnten, was auch sehr viel über den Charakter Urush erklären könnte. Denn wenn wir den Namen seiner Piratenbande wörtlich nehmen, also die gefallenen Mönchpiraten,
Können wir das möglicherweise auch auf die Himmelsinseln beziehen, wie beispielsweise eben Skypia, dass Urush als Mönch bzw. als Priester vom Himmel gefallen ist und dadurch auch Pirat wurde und dabei zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt auf dem Sabaody-Archipel war, zu dem auch die Strohpiraten und alle weiteren Supernovas auf Sabaody waren? Das heißt, Urush müsste theoretisch gesehen vor nicht allzu langer Zeit vom Himmel gefallen sein und somit auch als Pirat losgesegelt sein, denn Urush wird ja auch sein Abenteuer auf der ersten Hälfte der Grand Line, also im Paradies, gestartet haben und somit nach einiger Zeit auf Sabaody angekommen sein. Wir wissen ja beispielsweise, dass die Strohpiraten bzw. das Ruffys Abenteuer nur einige Monate vor dem Sabaody-Arc gestartet hat, das heißt, Ruffy hat für die Hälfte der Grand Line nur ein paar Monate gebraucht. Bei anderen Piratenbanden sah es ein bisschen anders aus, denn wir konnten beispielsweise im Yamato-Flashback sehen, als sie mit Ace geredet hat, das Ganze war vor 4 Jahren, dass Ace schon über bestimmte Rookies wie beispielsweise Uses Captain Kid oder eben auch Capone Gang Badge geredet hat, was eben auch zeigt, dass andere Supernovas auf jeden Fall auch länger gebraucht haben als Ruffy, und dabei ist Urush auch der älteste von den Supernovas, weswegen ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er wegen seinem Alter etwas ruhiger ist als beispielsweise Kid oder Ruffy, sich deswegen für seine Reise auch sehr viel mehr Zeit gelassen hat und somit auch länger gebraucht hat, um nach Sabaody zu kommen. Denn ich denke, man kann Urush als einen etwas ruhigeren und gechillteren Charakter einschätzen, denn er lächelt ja beispielsweise immer, beziehungsweise fast immer, und wirkt auch sehr ruhig, also auch sehr entspannt. Wir haben ihn ja beispielsweise bei Kaidos erstem Auftritt auf einer Himmelsinsel liegen sehen, das heißt, er hat sich dort entspannt und auch nichts getan. Und ich denke, es wird bei Urush auch meistens so sein, dass er sich sehr viel Zeit lässt. Und somit wird er auch, wie ich denke, ein paar Jahre gebraucht haben, bis er am Sabaody-Archipel ankam. Und während es bei den meisten Supernovas sehr wahrscheinlich sehr schnell ging, bis sie zum Sabaody-Archipel ankam, hat es bei Urush, wie ich denke, 6 Jahre gebraucht. Denn wir wissen, vor 8 Jahren wurde Birka von Enel zerstört. Und vor 2 Jahren war Urush eben ein Supernova auf dem Sabaody-Archipel, und dabei gehe ich davon aus, dass zum Zeitpunkt der Zerstörung von Birka von Enel Urush Enel verlassen hat. Doch wieso sollte Urush bei Enel gewesen sein? Wir wissen, dass der Skypiea-Arc unfassbar viele Parallelen besitzt zur echten One Piece Story bzw. zum Finale von One Piece, das sich auf die Regierung bezieht. Wir sehen ja ganz klar, dass Enel den Gott darstellt, also Im-Sama, seine Untertanen, die Priester, stellen die Gorosei dar, und beispielsweise wurde ja auch während des Skypiea-Arcs bzw. am Ende des Skypiea-Arcs wurde ein Battle Royale durchgeführt. Und dabei wurde erst vor kurzem von Oda gesagt, dass wir im Ende von One Piece bzw. im One Piece Finale ein großes Battle Royale erwarten können, was eben auch genauso auf Skypiea passiert ist, weswegen wir uns vorstellen können, dass Skypiea unfassbar viele Parallelen besitzen wird zum Ende von One Piece. Das heißt, wir können Enel mit Im-Sama verbinden und die Gorosei mit den Priestern. Jedoch gibt es nur 4 Priester, aber eben 5 Gorosei. Was bedeuten könnte, dass es ursprünglich einen 5. Priester gab, wodurch die Priester genauso viele waren wie auch die Gorosei. Und dieser Priester war eben auch Urush. Denn wie schon am Anfang des Videos angesprochen, gibt es eine große Unstimmigkeit, eine große Asymmetrie beim großen Tor, das zu den einzelnen Prüfungen führt, der Priester von Enel. Und dabei sieht es eben so aus, als ob es ganz links noch eine 5. Prüfung gab. Doch diese Prüfung wurde anscheinend gecancelt, die gibt es nicht mehr, weil der Priester anscheinend nicht mehr existiert. Denn ansonsten hätte Oda das Ganze wahrscheinlich eben nicht so komisch dargestellt. Es sieht eben so aus, als ob es vorher einen 5. Priester gab und der wird Urush gewesen sein. Doch wie komme ich darauf? Erstmal zu der Sache, woher Urush kommt. Wir können davon ausgehen, dass Urush aus Birka stammt, genauso wie auch Enel und seine Priester, denn wir sehen, dass die Flügel von den Priestern, die eben noch Flügel besitzen, Enel besitzt ja keine Flügel mehr, aber deren Flügel sehen genauso aus wie die Flügel von Urush. Beispielsweise die normalen Skypianer, also die Leute, die aus Skypiea kommen, haben kleinere Flügel, währenddessen Urush und eben auch die Priester große Flügel besitzen, wodurch wir auf die Herkunft von Urush schließen können und er wird eben aus Birka kommen. Denn wir wissen beispielsweise auch, dass aus Birka sehr starke Krieger herkommen und Urush wird auch sehr wahrscheinlich zu den stärksten Supernovas gehören. Wir können davon ausgehen, dass Urush neben Ruffy, Law, Kid, Killer Zorro wahrscheinlich mindestens auf Platz 6 sein müsste bei den Supernovas, was die Stärke angeht, wobei es eben auch gut möglich wäre, dass Urush beispielsweise stärker sein könnte als Killer, als Zorro vielleicht sogar auch, oder als Kid oder als Law. Das können wir natürlich nicht sagen. Wir wissen aber eben auf jeden Fall, dass Urush, bevor die Strohpiraten auf Whole Cake Island waren, auch auf Whole Cake war und dabei Snack besiegen konnte. Wir wissen nicht, wie gut er gegen Cracker abschneiden konnte, nachdem er schon gegen Snack gekämpft hat. Aber weil er eben lebendig rauskam und weil er eben, wie gesagt, eben Snack besiegt hat, können wir davon ausgehen, dass Urush unfassbar stark ist und mittlerweile auch sehr viel stärker geworden ist. Und dass Urush mittlerweile auch rein von der Stärke her wahrscheinlich über einem Cracker stehen sollte. Und wir sehen es ja auch schon allein an seinem Phänotyp, an seinem Aussehen,
dass Urush auf jeden Fall ein sehr starker Krieger ist, was eben somit auch perfekt zu den Leuten aus Burka passt. Und zudem der erste und so ziemlich auch der einzige Zeitpunkt in der Story, wo Urush nicht gelächelt hat, war eben als er mit seiner sündiger Mönch-Piratenbande vor der Insel Raijin war. Und die Insel Raijin ist in der neuen Welt und auf ihr blitzt es andauernd. Und wie gesagt, Urush hat nicht gelächelt, was Urush eigentlich nie macht, denn Urush lächelt eigentlich immer. Was eben auch bedeuten könnte, dass Urush wegen den Blitzen, wegen dem Donner, eine negative Assoziation hat. Und diese negative Assoziation könnte eben Ene sein. Denn er wird ja Ene verlassen haben aus einem Grund, wahrscheinlich weil er gegen Ene war. Und dann ergibt es natürlich auch Sinn, dass Urush nicht mehr lächelt, wenn er den Donner sieht, also eben die Blitze, die er mit Ene verbindet. Das heißt, wegen dieser wahrscheinlichen negativen Verbindung zu Ene können wir davon ausgehen, dass Urush wirklich Ene kennt und das Ganze, wie gesagt, weil er ein Priester war von ihm. Und zudem kommt eben auch das Alter von Urush. Vom Alter her würde Urush eigentlich perfekt zu den Priestern von Ene passen. Und weil wir Urush bis jetzt immer noch nicht in der Story hatten und auch Ene nicht mehr zurückgekehrt ist, dabei sollte Ene auch sehr wahrscheinlich eines Tages wieder in die Story zurückkommen, können wir davon ausgehen, dass das Comeback von Urush und auch von Ene in der Story verbunden wird, wodurch man eben diese beiden Charaktere perfekt wieder in die Story bringen könnte. Und er hat Ene, wie ich denke, deswegen verlassen, weil Ene die Insel Burka komplett zerstört hat. Und Urush wirkt ja auch eigentlich so wie ein relativ freundlicher Typ, der nicht unbedingt andere unschuldige Menschen angreifen möchte. Deswegen wird ihm der Angriff von Ene auf Burka nicht gefallen haben, weswegen er auch, wie ich denke, Ene verlassen hat. Und wieso denke ich, dass Urush auf Elban wieder zurückkommen wird? Ich denke, die Antwort liegt in seiner Herkunft, und zwar Burka. Denn der Name Burka wird in One Piece zweimal verwendet, und zwar einmal für die Himmelsinsel, aus der eben Ene kommt und auch sehr wahrscheinlich Urush, und einmal für die Stadt auf dem Mond, bei der Ene auch gerade ist. Das heißt, Ene wird zweimal mit dem Namen Burka verbunden, weswegen wir davon ausgehen können, dass sich Enels komplette Story sehr wahrscheinlich mit Burka verbinden lässt. Und der Name Burka ist oder auch nicht einfach so eingefallen, denn auch in unserer echten Welt gab es einen Ort, der Burka genannt wurde. Und zwar war Burka vor ungefähr 1000 Jahren der größte Handelsplatz in Skandinavien, und zwar von den Wikingern. Und dabei liegt Burka im heutigen Schweden. Und weil wir die Verbindung schließen können von Burka zu den Wikingern und weil eben auch die Riesen aus Elban an den Wikingern aus unserer echten Welt angelehnt sind, kann man auch Burka mit Elban verbinden und somit eben auch Urush mit Elban. Und weil wir auch davon ausgehen können, dass es wegen dem riesigen Baum auf Elban auch Himmelsinseln über Elban gibt, könnte es somit auch sein, dass sich Urush auf einer von diesen Himmelsinseln befindet. Und bezüglich Nami könnte es sein, dass die Verbindung nach Burka auch eine große Rolle spielen könnte, denn Burka liegt ja wie gesagt im heutigen Schweden. Und Nami würde, wenn sie aus der echten Welt kommen würde, auch aus Schweden kommen. Deswegen könnte es sein, dass man mit Burka und Nami eine große Verbindung haben könnte. Denn Nami selber hat ja auch viele Verbindungen zum Wetter bzw. zum Himmel. Denn Nami ist auch eine unfassbar gute Navigatorin und weiß auch immer direkt, wie sich das Wetter verändern wird. Das heißt, sie kann das Wetter perfekt lesen. Und dabei war Nami auch während des Timeskips auf Weatheria, einer Himmelsinsel, weswegen man Nami auf jeden Fall mit dem Himmel verbinden könnte. Und wir eben auch durch Urush erfahren könnten, dass Nami eine Verbindung haben könnte nach Burka. Natürlich, Nami besitzt keine Flügel und sie wurde auch von Belmeer im Isbu gefunden. Dennoch könnte diese Verbindung von Nami nach Burka noch weiter ausgebaut werden. Und somit könnte es beispielsweise auch endlich dazu kommen, dass wir wissen, wie Nami mit Nachnamen heißt. Wir kennen Nami eben nur als Nami, wir kennen aber nicht ihren Nachnamen. Was ja eigentlich schon eine interessante Information wäre, nach mehr als 25 Jahren mit Nami, wenn wir auch endlich ihren Nachnamen erfahren könnten. Juri Bonnie wurde von den Strohpiraten aus einer Art Schneesturm befreit und befindet sich nun gerade bei Ruffy, Chopper und Jinbei. Und damit haben wir die Verbindung der Strohpiraten zum nächsten Supernova, zu Juri Bonnie. Damit haben wir von 11 Supernovas, von denen wir 2 abziehen können, weil es Ruffy und Zoro sind, also von 9 Supernovas, wurden schon 8 in die Story eingebaut, also alle Supernovas, die wir kennen, abgesehen von Bonnie, die erst in Kapitel 1060 aufgebaut wurde, und dem mysteriösen Mönch Urush, den wir erst noch später in der Story eingebaut bekommen. Aber nun endlich haben wir Bonnie in der Story. Im Vegapunk-Arc nach Wano Kuni, erst so spät in der Story. Und dabei sehen wir, dass Bonnie nach dem Vorfall auf der Reverie ein Kopfgeld von 320 Millionen Berry hat. Während der Reverie besaß Bonnie noch ein Kopfgeld von 140 Millionen Berry. Das war genau die gleiche Summe wie auch schon damals vor 2 Jahren auf dem Sabaody-Archipel. Das heißt, wir sehen daran, dass Bonnie während den 2 Jahren anscheinend wenig gemacht hat, aber auf jeden Fall erst durch den Vorfall auf der Reverie eine Erhöhung bekommen hat,
hat von 180 Millionen Berry. Obwohl es natürlich sonderbar ist, dass ein Charakter nach so einem großen Vorfall nur so eine kleine Erhöhung bekommt, denn der Vorfall auf der Reverie war etwas ganz Besonderes. Die Weltregierung wurde in ihrem Herzen angegriffen von der Revolutionsarmee und Bonnie steht auf jeden Fall mit diesem Angriff in Verbindung, denn genau dadurch hat sie ein neues Cockpit bekommen. Das heißt, die Regierung weiß auf jeden Fall auch, dass Bonnie dort mitgewirkt hat. Aber was können wir alles über Bonnie festhalten, was bei Bonnie zutrifft und was er dafür sprechen könnte, dass sie auf jeden Fall extrem relevant wird und was in Verbindung zu den Strohpiraten relevant werden könnte in Bezug eines Beitritts? Erstmal wissen wir auf jeden Fall, dass Bonnie eine tiefe Verbindung hat mit Bartholomäus Bär. Bartholomäus Bär wurde von Vegapunk zum Cyborg modifiziert und Bonnie meinte auch in Kapitel 1061, dass sie eine Verbindung hat zu Vegapunk. Und man kann davon ausgehen, dass Bonnie entweder die Tochter ist von Kuma oder auch die Mutter. Wenn wir allerdings mal in das Databook Weevilcard schauen, dann sehen wir auch dort, dass Oda dort einen wichtigen Satz vermerkt hat. Und zwar aus Bonnies Perspektive meinte dort Oda, ich muss Vegapunk finden, um meinen Vater wiederherzustellen. Das heißt auf jeden Fall natürlich auch, dass Bonnie, so wie es aussieht, sehr wahrscheinlich die Tochter ist von Kuma und somit auch Vegapunk aufsucht, damit Kuma wieder normal gemacht wird, damit er wieder ein normaler Mensch wird, so wie ihn Bonnie natürlich auch aus ihrer Vergangenheit kennt. Wir können aber auf jeden Fall festhalten, dass Bonnie eine sehr große Verbindung hat zu Kuma und sehr wahrscheinlich deshalb eben auch zu Vegapunk. Dazu kommt noch, dass Bonnie damals gegen Blackbeard gekämpft hat, diesen Kampf gegen Blackbeard verloren hat, das ist natürlich auch klar. Blackbeard kann ihre Teufelskräfte annullieren. Dennoch scheint es auch so, als ob Bonnie gegen Blackbeard gekämpft hat, weil sie sich eben irgendwie wegen Ace rächen wollte oder vielleicht wegen Whitebeard. Auf jeden Fall schien es irgendwie so, als ob Bonnie auch eine Verbindung gehabt haben sollte zu Ace. Dazu kommt noch, dass sie ja mit ihrer Piratenbande von Akainu gefangen genommen wurde, nachdem Blackbeard sie eben dort festgebunden hat. Und das war eben deshalb, weil Blackbeard mit der Marine ausgemacht hat, dass er ihn Bonnie ausliefert und dafür bekommen die Blackbeard-Piraten ein Kriegsschiff der Marine, mit dem sie eben wegsegeln können, weil sie selbst nach dem Krieg auf Marineford bzw. generell nach dem generellen Geschehen auf Marineford und im Mimpledown kein Kriegsschiff mehr hatten. Deshalb wollten sie ein neues Kriegsschiff haben und Akainu ist mit dort aufgetaucht. Die Blackbeard-Piraten sind abgehauen, als sie Akainu gesehen haben. Und Akainu ist dort gewesen mit den anderen Marinesoldaten und er hat eben Bonnie festgenommen, so wie es aussah, und auch die Piratenbande von Bonnie. Wenn wir jetzt aber mal drauf schauen, was mit Bonnie passiert ist, dann sehen wir auf jeden Fall, dass Bonnie nicht im Impeldown war oder sonst etwas. Bonnie war frei, aber komplett alleine. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch Bonnie eine Verbindung hat zu Akainu, denn Akainu hat, obwohl er ja anscheinend unfassbar krass Piraten hasst, Bonnie gehen lassen, dafür aber nicht ihre Piratenbande. Deshalb, wir können davon ausgehen, dass Bonnie etwas ganz Besonderes ist, entweder aus Sicht der Regierung oder vielleicht auch explizit aus der Sicht von Akainu. Wir brauchen auf jeden Fall eine Erklärung dafür, wieso Bonnie wieder frei wurde, aber ohne ihre Piratenbande. Das Wahrscheinlichste wäre, wie gesagt, dass sie eben freigelassen wurde, aber ihre Piratenbande wurde gefangen genommen. Dazu kommt noch, dass sie als mögliches Mitglied der Strohpiratenbande eine direkte Verbindung hat zu Blackbeard und somit auch einen direkten Hass hat auf Blackbeard, denn jeder von den Strohpiraten kennt zumindest Blackbeard und hat auch eine direkte Verbindung zu Blackbeard. Bei Ruffy natürlich ganz klar, Blackbeard ist für das Sterben seines Bruders verantwortlich, aber auch jeder andere Strohhut kennt Blackbeard spätestens durch die Zeitung wegen Ruffy auf Marineford. Das heißt, jeder Strohhut bis jetzt kennt Blackbeard. Wäre beispielsweise Yamato beigetreten oder auch Carrot, wäre das Problem, dass sie Blackbeard nicht gekannt haben und Blackbeard eben sehr wahrscheinlich der finale Antagonist wird auf der Piratenebene. Blackbeard ist eben für Ruffy die Person, die er am meisten hasst und somit würde es eigentlich auch gar nicht passen, wenn eine Person beitreten würde, die Blackbeard gar nicht kennen würde und das wäre eben zugestoßen bei Yamato oder auch Carrot. Bei Bonnie allerdings haben wir nicht das Problem, denn Bonnie kennt Blackbeard bestens und auch die Blackbeard-Piratenbande und auch das würde dafür sprechen, dass sie zu den Strohpiraten passt, weil auch sie einen Hass hat gegen Blackbeard. Dazu kommt noch, dass Bonnie, als sie in der Zeitung gelesen hat, dass die Strohpiraten Doflamingo besiegt haben, gesagt hat, dass diese Typen von der Strohpiratenbande echt mutig sind und ich bin auch wirklich glücklich darüber, mit diesen Typen in einer Generation zu sein. Das heißt, Bonnie war extrem glücklich darüber, dass sie mit Leuten wie Ruffy oder auch Zorro oder Law in einem Satz erwähnt wird. Daraus können wir deuten, dass sie wirklich ein großer Fan ist von den Strohpiraten. Sie kannte ja auch beispielsweise das Wanted Poster von Ruffy und hat auch gesagt, dass in der Zeitung immer darüber geredet wird, was eben Ruffy für weiße Haare hat. Und das zeigt auf jeden Fall, dass sie ein extrem großes Interesse hat an den Strohpiraten. Und somit auch, wir kennen eben Ruffy, sehr wahrscheinlich dazu kommen könnte, dass Bonnie eine Anfrage dazu bekommt, den Strohpiraten beizutreten. Denn dass nur ein einziger Supernova in einem Arc behandelt wird, das haben wir das letzte Mal gesehen bei Law. Und bei Law waren natürlich die Theorien extrem groß und auch natürlich die Annahme extrem groß, dass Law noch den Strohpiraten beitreten wird.
Das ist aber dann nicht passiert. Und das gleiche haben wir nun bei Bonnie. Bonnie ist der einzige Supernova in diesem Arc und wir können davon ausgehen, dass sie eine besondere Verbindung haben wird zu den Strohpiraten und somit auch die Anfrage von Ruffy alles andere als unwahrscheinlich ist. Dazu sehen wir auch immer wieder, dass sich Bonnie, seitdem sie nicht mehr ihre Crew um sich hat, extrem oft versteckt. Entweder beispielsweise als Kind oder zum Beispiel auch als Königin Connie, als extrem alte Frau. Aber auf jeden Fall sehr oft immer mit einem großen Mantel, mit einem Hut, damit man sie eben tunlichst nicht erkennen kann. Und auch das zeigt irgendwie, dass Bonnie nicht angekommen ist, sich nicht wohlfühlt, weil sie mal verstecken muss. Sie braucht irgendeinen Schutz und dieser Schutz wäre auf jeden Fall gegeben, wenn sie den Strohpiraten beitreten sollte. Somit müsste sie sich eben nicht mehr verstecken und die Strohpiraten würden auf jeden Fall auf sie aufpassen. Dazu kommt noch, dass Bonnie auf jeden Fall dann auch die dritte Frau wäre bei den Strohpiraten. Und wenn wir darauf schauen, was bei Nami und bei Robin der Fall war, dann sehen wir dort auch, dass die zuerst von sich behauptet haben, Feinde der Strohpiraten zu sein. Zum Beispiel hat ja auch Nami damals zu Imbarati Arc die Flying Lamp von den Strohpiraten gestohlen und die Strohhüte mussten sich die Flying Lamp bei Alung zurückholen. Beispielsweise war es ja auch bei Robin so, dass sie ein Teil war von der Barockfirma als Assistentin von Sir Crocodile. Und obwohl es so schien, dass diese beiden Frauen Feinde seien von den Strohpiraten, haben wir dennoch gesehen, dass diese beiden Frauen, und zwar eben Nami und Robin, jeweils auch Strohpiraten gerettet haben. Zum Beispiel eben Nami damals im Alung Park, als sie so getan hat, als ob sie Zorro oder auch Lysop erstochen hätte und diese beiden in den Pool geworfen hätte. Und auch bei Robin war dies der Fall, als sie Ruffy von dem Treibsand gerettet hat. Und auch bei Bonnie haben wir das Ganze schon mal gesehen, und zwar als sie eben Zorro gerettet hat, als er gerade San Carlos aufschneiden wollte. Und wenn Zorro eben San Carlos verletzt hätte, wäre ein Admiral aufgetaucht. Das wollte eben Bonnie verhindern, das hat sie auch zwischenzeitlich geschafft, indem sie sich eben jünger gemacht hat und dabei eben so getan hat, als ob Zorro ihr Bruder gewesen sei und dabei auch um Zorro getrauert hätte. Später wurde natürlich dennoch San Carlos geschlagen, von Ruffy und Kizaru aufgetaucht, aber dennoch sehen wir da auf jeden Fall, dass auch Bonnie einmal einen von den Strohhüten und zwei eben in dem Fall Zorro gerettet hat. So, und jetzt schauen wir mal auf die Coverpage von Chapter 779, ein Kapitel während des Dressrosa-Arcs. Rund um dieses Kapitel haben wir auch Bonnie gesehen, als sie die Zeitung gelesen hat, in der ja auch stand, dass Doflamingo von Ruffy und Law besiegt wurde. Und dort haben wir auch gesehen, dass Bonnie Pizza gegessen hat und dabei auch alleine war. Und jetzt schauen wir mal auf die Coverpage von Chapter 779. Da sehen wir die Strohpiraten, abgesehen von Jinbei, weil während des Dressrosa-Arcs war noch nicht zu 100% klar, dass Jinbei den Strohpiraten beitreten wird. Auf jeden Fall sehen wir dort alle Strohpiraten zum damaligen Zeitpunkt, die Pizza essen, und dazu sehen wir extrem viele Hasen. Wieso muss Oda dort in diese Coverpage Hasen hinzuzeichnen, wenn dort eben Pizza gegessen wird? Weil das englische Wort für Hase ist natürlich Bunny. Und Bunny ist fast genau das gleiche Wort wie auch Bonnie von Jewelry Bonnie. Das heißt, wir haben eine große Verbindung von den Strohpiraten zu Pizza. Pizza ist die perfekte Verbindung zu Bonnie. Und das könnte dafür sprechen, dass die Strohpiraten auf jeden Fall komplettiert werden, wenn auch Bonnie ein Teil ist von dieser Piratenbande. Es könnte also auf jeden Fall sehr stark dafür sprechen, dass Bonnie den Strohpiraten beitritt. Und ein riesiges Foreshadowing dafür hätten wir eben, wie gesagt, auf der Coverpage von Chapter 779. Und die Sache, die möglicherweise am meisten dafür sprechen könnte, dass Bonnie wirklich ein Teil wird der Strohhüte, sehen wir in ihrem neuen Kopfgeld, das ich am Anfang erwähnt habe. 320 Millionen Berry nach dem Vorfall auf der Reverie, nach dem direkten Angriff im Herzen der Weltregierung, ist eine Erhöhung von 180 Millionen Berry eigentlich wirklich lachhaft. Eine wirklich geringe Summe für so einen Vorfall, so wie es scheint. Deshalb wirklich komisch, wieso oder eben genau diese Zahl wählt. Vor allem natürlich auch, weil die Zahl 320 Millionen Berry schon so oft gewählt wurde. Beispielsweise Zorro, Hawkins oder auch Moria hatten alle dieses Kopfgeld. Aber wieso muss oder eben auch noch Bonnie dieses Kopfgeld geben? Und ich denke, meine Antwort darauf ist relativ einfach und ergibt auch sehr viel Sinn. Und zwar, wenn wir einen Blick werfen auf Sanji und auf seine Brüder, dann sehen wir dort auch, dass Sanji als der dritte Bruder die Zahl 3 in seinem Namen hat, und zwar mit dem Wort San. Und der zweite Bruder von Sanji heißt hier Niji und das Wort Ni steht für die Zahl 2. Wenn wir die Zahlen 3 und 2 mal zusammensetzen, kommt das Wort Sunny raus, wie natürlich auch die 1000 Sunny. Und wenn wir das Ganze mal mit dem Kopfgeld von Bonnie verbinden, dann ergibt es auf jeden Fall Sinn. 3, 2, Sunny passt perfekt für Bonnie und zur 1000 Sunny und somit auch zu den Strohpiraten. Die Blackbeard-Piratenbande und ein Verräter. Wenn wir an diese beiden Sachen denken, dann denken wir natürlich automatisch an Kusan. Bei Kusan ist es einfach nicht wirklich vorstellbar, dass er loyal für Blackbeard arbeitet. Wir konnten beispielsweise während dem Ohara-Vorfall sehen, dass Kusan selber eine Moral besitzt und dass er einfach persönlich ein guter Charakter ist, was wir beispielsweise auch daran sehen konnten, dass er Hakua die Sauro damals nicht getötet hat, sondern insgeheim gerettet hat. Also, dass Kusan kein loyales Mitglied für Blackbeard ist, sollte klar sein. Für wen würde dann Kusan arbeiten? Sehr wahrscheinlich
entweder für die Revolutionsarmee, also für Dragon, oder insgeheim noch bei der Marine, bei der SWAT-Einheit. Andere Möglichkeiten, wie beispielsweise allen voran die CP0, also die Weltregierung, wären einfach nicht vorstellbar, da Kusan beispielsweise auch schon damals auf Ohara festgestellt hat, dass die Regierung nicht gut ist, beziehungsweise wie sie handelt, ist einfach wirklich schrecklich, dass unschuldige Menschen sterben müssen. Deswegen, auch wenn Kusan ein Verräter für Blackbeard sein wird, wird er nicht für die CP0 arbeiten. Aber dafür Avalo Pisado. Was spricht dafür? Erstens, dass Blackbeard einen Verräter von der CP0 bei sich hat und zweitens, dass es Avalo Pisado ist. Also erstens, als ein Teil der Strohhüte mit beispielsweise Carrot, Pedro oder auch Pekoms nach dem Zuak nach Holkig Island gesegelt ist, haben sie auch die Zeitung gelesen. Und was stand damals in der Zeitung drin? Dort stand, dass die Blackbeard-Piraten die Revolutionsarmee angegriffen haben auf Baitigo und kurz darauf ist noch die CP0 aufgetaucht und die Blackbeard-Piraten sind anschließend vor der CP0 geflohen. Was können wir daraus schließen? Erstens, die Blackbeard-Piraten haben Baitigo angegriffen. Und die Insel Baitigo wird ja nicht mehr von der Revolutionsarmee verwendet, weil wir die Revos nur noch auf Kamabaka Island sehen, also auf der Insel von Ivankov. Das heißt, die Revos haben die Insel Baitigo aufgegeben. Und welchen Grund hat das Ganze? Natürlich ganz klar. Barges hat sich auf das Schiff der Revos geschlichen, als sie von Dressrosa wieder zurück nach Baitigo gesegelt sind. Und durch den Standpunkt von Barges mit der Vivrecard konnten die Blackbeard-Piraten ermitteln, wo Barges war. Und somit griffen die Blackbeard-Piraten und somit eben auch Avalo Pisado die Insel der Revos an, und zwar Baitigo. Aber wenn wir uns den ganzen Baitigo-Vorfall mit den Blackbeard-Piraten und der Revolutionsarmee anschauen, dann passt eine Sache nicht. Und zwar, die Insel Baitigo war bis dahin für andere Leute als die Revolutionsarmee einfach nicht auffindbar. Es hat nie jemand anderes geschafft, die Insel zu finden als die Revos. Und dabei, wie gesagt, die Blackbeard-Piraten haben es damals geschafft, wegen Barges Vivrecard. Und dabei waren anscheinend die Blackbeard-Piraten die ersten, die es jemals geschafft haben. Es gibt aber, wie gesagt, eine logische Erklärung dafür, und zwar durch Barges, durch seine Vivrecard. Aber, was haben wir noch erfahren? Relativ zeitgleich ist auch die CP0 aufgetaucht auf Baitigo und das ergibt einfach keinen Sinn. Die Insel konnte nie gefunden werden, aber ausgerechnet dann, wenn die Blackbeard-Piraten die Insel finden, findet auch die Weltregierung, der größte Feind von der Revolutionsarmee, diese Insel. Was einfach nicht viel Sinn ergibt. Ich denke, die wahrscheinlichste Antwort darauf wäre, wie es der Regierung möglich war, genau zu dem Zeitpunkt die Insel zu finden, wäre einfach ein Verräter von Blackbeard, der die Informationen vom Standpunkt der Insel an die Regierung weitergeleitet hat. Denn wie gesagt, die Revolutionsarmee ist der größte Feind, den die Regierung überhaupt hat. Und dabei wäre es natürlich auch logisch, dass die Regierung wissen möchte, wo sie sind und was sie eben auch dort machen. Deswegen hat auch der Verräter von den Blackbeard-Piraten, und zwar wie ich denke Avalo Pisado, die Informationen vom Standpunkt von Baitigo an die Regierung weitergeleitet. Und somit kam es eben dazu, dass die Regierung komischerweise zeitgleich mit den Blackbeard-Piraten die Insel gefunden hat. Das macht schon mal ganz klar deutlich, dass die Blackbeard-Piraten sehr wahrscheinlich einen Verräter in ihren Reihen haben. Aber was spricht eigentlich für Avalo Pisado? Und zwar, es gibt einige extrem krasse Indizien und Hinweise dafür, dass er nicht loyal für Blackbeard ist und dass er Blackbeard verraten wird, beziehungsweise bereits schon Blackbeard verraten hat. Und zwar zum einen können wir davon ausgehen, dass Avalo Pisado genauso wie auch viele andere Blackbeard-Piraten an eine geschichtsträchtige Person angelehnt ist. Beispielsweise haben wir Vasco Shot, der an Vasco da Gama angelehnt ist, einen damaligen portugiesischen Seefahrer, der weltberühmt ist, oder beispielsweise auch Raffet, ist angelehnt an den französischen Piraten Jean Lafitte, der vor 200 Jahren gelebt hat. Und dabei ist Avalo Pisado sehr wahrscheinlich angelehnt an Francisco Pizarro, einen damaligen spanischen Eroberer. Und dabei war die Sache, durch die Francisco Pizarro weltberühmt und bekannt wurde, ein Verrat. Er war damals, wie gesagt, ein spanischer Eroberer, er war damals auf Südamerika und er hat damals verpartnerte Imker durch einen wirklich ausgeklügelten Plan verraten. Somit haben wir schon mal die eine Sache, dass Avalo Pisados Inspiration weltberühmt wurde durch einen Verrat, was ein Hinweis dafür sein könnte, dass Avalo Pisado ein Verräter sein wird bei Blackbeard. In Bezug auf Verrat haben wir beispielsweise auch gesehen, nach dem Marineford-Krieg, als die Blackbeard-Piraten auf einer brennenden Insel waren, dass er der neue Captain werden sollte von den Blackbeard-Piraten und damit auch Blackbeard beerben sollte. Außerdem hat Ivankov damals in Kapitel 538 die Namen der schlimmsten Gefangenen im Level 6 aufgezählt, als er mit Bond schon geredet hat im Level 5.5 und dabei sagt Ivankov folgendes: Die schlimmsten Personen im Level 6, die die Welt damals, als sie noch frei waren, förmlich erschüttert haben, sind das Riesenschlachtschiff San Juan Wolf, die Sichemundjägerin Katharina Devon und Vasco Shot. Das heißt, Ivankov zählte diese drei Namen auf,
Dabei fehlt aber ganz klar natürlich Avalo Pizarro. Wir haben damals am Ende von Marineford gesehen, dass Blackbeard während des Impedon Arcs 5 neue Mitglieder hatte, und zwar zum einen Shiryu, den man nicht als legendären Gefangenen betiteln könnte, weil er damals ein Wärter war im Impedon, aber von Magellan selber gefangen genommen wurde, weil er zu brutal war mit den Gefangenen. Das heißt, Shiryu fällt eigentlich komplett raus, wurde aber dennoch damals ein neues Mitglied von Blackbeard. Und dazu dann eben Vasco Shot, Katharina Devon und San Juan Wolf. Diese drei Charaktere wurden von Ivankov aufgezählt, das heißt, somit waren sie eben auch auf jeden Fall schon damals, bevor sie festgenommen wurden, extrem schlimme Verbrecher. Aber zu Avalo Pizarro wissen wir es eben nicht. Er ist anscheinend auf einmal aufgetaucht, zumindest wurde er von Ivankov nicht genannt. Wir haben bis jetzt keine Erklärung dafür, weswegen Ivankov Avalo Pizarro nicht aufgezählt hat, wobei das Ganze schon wirklich sehr, sehr auffällig ist, wenn ausgerechnet er nicht aufgezählt wird. Somit ist Avalo Pizarro anscheinend ganz plötzlich im Level 6 bzw. bei Blackbeard aufgetaucht, genauso plötzlich wie auch damals beispielsweise Luki, Eki, Khalifa und Bruno auf Water 7, und die waren damals natürlich auch CP9 Mitglieder. Das heißt, es würde auch passen, wenn sich Avalo Pizarro als CP0 Mitglied ganz plötzlich bei Blackbeard einfinden wird als Spion. Beispielsweise wissen wir auch, dass Avalo Pizarro sehr starke Ähnlichkeiten hat zu einer Katze. Er miaut beispielsweise, wenn er lachen muss. In One Piece haben wir ja sowieso sehr viele verschiedene Lachen, wie beispielsweise von Blackbeard Sehahaha oder von Whitebeard Gurarara, aber bei Avalo Pizarro ist es eben Nya Nya Nya. Und Nya bedeutet auf Japanisch so viel wie Miau auf Deutsch. Das ist also die japanische Version von einem Katzenmiauen, was schon auffällig ist bei Avalo Pizarro, dessen Augen beispielsweise auch nicht wirklich normal aussehen. Die Augen von Avalo Pizarro sehen ebenso aus wie die Augen einer Katze. Somit können wir den Charakter Avalo Pizarro eben auch mit einer Katze verbinden. Und was wissen wir über Katzen bzw. über Katzenteufelsfrüchte? Die kommen vor allem bei der Weltregierung vor. Beispielsweise kennen wir Luki mit der Katzenfrucht vom Modell Leopard oder beispielsweise auch Ruisu mit der Katzenfrucht vom Modell Säbelzahntiger. Und somit würde es auch passen, wenn Avalo Pizarro, weil er eben so große Ähnlichkeiten hat zu einer Katze, eine Katzenfrucht haben wird, und diese Katzenfrucht wird er sehr wahrscheinlich eben auch, genauso wie auch Luki oder Ruisu, bei der Regierung bekommen haben. Doch es würde sich auch die Frage stellen, wie Avalo Pizarro so schnell in das Impedon kam, um eben von Blackbeard auch mitgenommen zu werden, um somit auch ein Mitglied zu werden von den Blackbeard-Piraten. Und zwar, wir wissen beispielsweise von Doflamingo, dass er gesagt hat, dass die Weltregierung sehr wahrscheinlich Assassinen auf ihn losschicken wird, um ihn zu töten. Das heißt, Doflamingo, der so viel über die Regierung weiß und dabei auch wirklich schlau ist, er geht davon aus, dass die Regierung geheim in das Impedon einbrechen kann und vor ihm auftauchen wird, um ihn zu töten. Das heißt eben auch, wenn Doflamingo davon ausgeht, dann wird das Ganze auch sehr wahrscheinlich realistisch sein. Und somit hätten wir eben auch keine Hürde dafür, wie Avalo Pizarro insgeheim in das Level 6 kommen konnte, um dort in eine Zelle reinzugehen, ohne dass es beispielsweise jemand anderes bemerkt haben sollte. Somit gehe ich eben davon aus, wegen dem Baltigo-Vorfall, wegen der Inspiration von Avalo Pizarro, wegen der Aussage von Ivankov, und eben auch wegen der Teufelsfrucht, beziehungsweise wegen der sehr wahrscheinlichen Teufelsfrucht von Avalo Pizarro, die eben wie gesagt eine Katzenfrucht sein wird, dass Avalo Pizarro insgeheim bei der CP0 ist und dabei auch Blackbeard ausspioniert für die Weltregierung. Doch wieso sollte Avalo Pizarro dann auch getötet werden von Blackbeard? Dafür haben wir einige, aber dabei auch sehr starke Hinweise, und zwar zum einen, Roxy Zebek ist ja anscheinend eine große Inspiration für Blackbeard. Beispielsweise sehen wir das eben an der Insel Beehive, die sowohl Rox damals gehörte, als auch eben momentan Blackbeard. Oder beispielsweise auch das Schiff von Blackbeard, die Saber of Zebek, eine klare Verbindung zu Roxy Zebek. Und die Verbindung von Rox zu Blackbeard sehen wir auch bei den Blackbeard-Piraten. Und zwar wurden die Blackbeard-Piraten beispielsweise im Gegensatz zu den Strohpiraten nur durch Stärke geformt. Und zwar war eben Blackbeard, wie gesagt, im Level 6 im Impedown und hat dort ein Battle Royale veranstaltet, und die stärksten Gefangenen sollten sich seiner Piratenbande anschließen. Und auch bei den Rox-Piraten war es damals so, dass nur die stärksten in die Piratenbande gekommen sind, und dabei gab es auch intern Kämpfe, was bedeuten könnte, dass Blackbeard selber nicht davon abgeneigt sein würde, wenn er wissen sollte, dass beispielsweise einer seiner Mitglieder ein Verräter ist, dass er auch gegen diese Person kämpfen wird und beispielsweise auch diesen Charakter töten wird. Aber was spricht vor allem dafür, dass Avalo Pizarro getötet wird, und das von Blackbeard? Und zwar ist Avalo Pizarro der Kapitän des 4. Schiffes. Und dabei steht die Zahl 4 im Japanischen auch für den Tod, beziehungsweise man kann die Zahl 4 im Japanischen auch als Tod aussprechen. Und dabei wissen wir auch beispielsweise, dass Blackbeard der Mörder ist von Thatch, der damalige Kommandant der 4. Division von der Whitebeard-Piratenbande. Das heißt, er hatte so gesehen den gleichen Rang wie auch Avalo Pizarro bei den Blackbeard-Piraten, und er wurde von Blackbeard getötet. Und zum Beispiel auch der 4. von den Strohpiraten, und zwar Lysop, hat den Traum eines Tages, ein tapferer Krieger der Meere zu werden, und dabei ist Lysop förmlich gesehen der einzige von den Strohpiraten, der seinen Traum mit dem Tod erfüllen kann. Deswegen gibt es auch sehr viele sehr bekannte Theorien dazu, dass Lysop eines Tages sterben wird, und somit kann man einfach die Zahl 4 bei One Piece mit dem Tod verbinden. Und dabei ist eben, wie gesagt, Avalo
Carlo Pizarro der Kommandant des vierten Schiffes, was bedeuten könnte, dass Blackbeard, wenn er herausfindet, dass Avalo Pizarro ihn verrät, dass ihn auch töten wird. Förmlich genauso, wie auch damals Thatch den Kommandanten der 4. Division von den Whitebeard-Piraten getötet hat. Wir wussten schon lange vor dem Ende von Wano Kuni, dass sich die CP0 auf Wano Kuni befindet, und zwar weil sie Waffen kaufen wollten von Orochi und von Kaido. Deswegen waren CP0-Agent Joseph, CP0-Agent Maha und natürlich auch der CP0-Agent Guernica auf Wano Kuni. Sie wollten Waffen aus Wano Kuni für die Weltregierung kaufen, im Gegenzug dazu wollte beispielsweise auch Orochi Dr. Vegapunk haben, aber auf jeden Fall wussten wir schon seitdem, dass sich Guernica auf Wano Kuni befunden hat. Und später in Kapitel 1003, also schon während des Onigashima-Krieges, haben wir die drei CP0-Agenten nach längerer Zeit mal wieder sehen können und die saßen in Onigashima in einem Raum drin und die drei haben den Krieg analysiert, also wie viele Personen auf welcher Seite stehen. Dabei stellten sie das Kampfesgeschehen des Krieges in Form eines Go-Spiels dar. Das heißt, die Seite von Kaido wurde in Form von schwarzen Kugeln dargestellt und die Seite von Ruffy wurde in Form von weißen Kugeln dargestellt. Und immer wieder ganz beiläufig während des Krieges haben wir die CP0 wieder sehen können und wir haben auch das Go-Spielfeld sehen können und wir konnten immer wieder sehen, dass sie die Seite von Kaido verringert hat und die Seite von Ruffy hat sich andauernd erhöht, was eben gezeigt hat, dass viele von den Bestienpiraten die Seiten gewechselt haben. Dafür gab es natürlich viele Gründe, wie beispielsweise die Kibidango-Bällchen von Tama, durch die die Smile-Nutzer eben freundlich wurden zu Tama und den Befehlen von Otama auch gehorcht haben und beispielsweise natürlich auch die Aktion von Queen. Queen hat seine eigenen Männer dafür sterben lassen, um seine Experimente fortzuführen. Deswegen haben viele Mitglieder von den Bestienpiraten die Seiten gewechselt und später an der Seite von Ruffy gekämpft. Auf jeden Fall konnten wir eben durch das Go-Spielfeld sehen, dass viele schwarze Kugeln durch weiße Kugeln ausgetauscht wurden. Und das Stichwort, das wir uns zu diesem Go-Spielfeld merken sollten, wäre auf jeden Fall Seitenwechsel. Das heißt, Personen haben die Seiten gewechselt auf die komplett andere Seite. Wie gesagt, von Kaidos Seite auf die Seite von Ruffy. Das sollten wir uns merken in Bezug auf Guernica. Denn wie schon am Anfang erwähnt, hat Guernica die Seiten gewechselt von der CP0 zur Marine, ohne dass wir es sehen konnten im Manga, dabei allerdings doch durch einen Hinweis von Oda. Und zwar nach dem Besiegen von Kaido und Big Mom gab es natürlich neue Kopfgelder und auch neue Bilder zu den Strohpiraten. Und das Bild von Ruffy war natürlich eben der Sonnengott Nika, also Ruffy in der Nika-Form. Man sieht also Ruffy mit weißen Haaren, der sich die Hand vors Gesicht hält und am Lachen ist. Dieses Bild wollte die Regierung auf jeden Fall verheimlichen, allerdings wurde es veröffentlicht, weil CP0-Agent Guernica das Bild an die Marine gesendet hat und die Marine nichts damit anfangen konnte und einfach dieses Bild von Ruffy auf seinen Steckbrief getan hat. Das heißt, Guernica hat auf jeden Fall den Angriff von Kaido überlebt, andererseits hätte er das Bild von Ruffy in der G5-Form nicht machen können, weil sich erst Ruffy nach dem Besiegen von Guernica in das G5 verwandelt hat. Das heißt, Guernica wird den Schlag von Kaido auf jeden Fall überlebt haben, das Bild von Ruffy gemacht haben und anschließend auch ganz bewusst veröffentlicht haben, um der Regierung zu schaden. Und zwar, weswegen sollte ein CP0-Agent, der ja anscheinend einfach von der Regierung indoktriniert wurde, einfach die Meinung der Regierung wiederzugeben, wieso sollte so eine Person wie Guernica der Regierung schaden wollen? Erstmal haben wir schon damals beim Kampf von X-Drake gegen Guernica sehen können, dass X-Drake, nachdem er schon von der CP0 besiegt worden ist, wieder aufgestanden ist und Guernica von hinten erstochen hat mit seinem Degen. Und wir konnten sehen, dass Guernica X-Drake gefragt hat, wieso tust du das? Und die Konversation, die daraus entstanden ist, war enorm wichtig für den Charakter Guernica. Denn wir konnten sehen, dass Guernica X-Drake gefragt hat, wieso tust du das, wieso greifst du mich an, du hättest ja auch einfach auf dem Boden liegen bleiben können und ich würde dich jetzt nicht wieder besiegen, also wieso greifst du mich schon wieder an? Und die Antwort von X-Drake war ganz einfach, weil ich für meine eigene Gerechtigkeit einstehe. Wir wissen ja eben auch, dass X-Drake ein Teil ist von der SWORD-Einheit, deshalb können wir auch davon ausgehen, dass X-Drake eigentlich Gutes tun möchte und auch das tut, was er für richtig hält. Auf jeden Fall griff er Guernica an und die Antwort von Guernica auf diese Aussage von X-Drake ist enorm wichtig für seinen Charakter. Seine Antwort bestand nur aus drei einfachen Worten und zwar: Ich beneide dich. Das heißt, wir sehen daran auf jeden Fall, dass Guernica eine eigene Gerechtigkeit verfolgen möchte, das aber nicht tun kann, weil er bei der CP0 ist. Ansonsten würde Guernica niemals sagen zu X-Drake, ich beneide dich dafür, dass du deine eigene Gerechtigkeit durchsetzen kannst und zeigt eben diese Aussage von Guernica, dass er eigene Wertvorstellungen hat, die von der Regierung abweichen und dass er diese nicht durchsetzen kann, weil er noch bei der CP0 ist. Das heißt, auch schon damals wurde uns gezeigt, dass Guernica eigentlich gar nicht mal so ein großer Schuss und ist, wie wir alle dachten, sondern dass er auch eine eigene Sicht auf die Welt besitzt.
besitzt. Und seine Sicht auf die Welt weicht anscheinend auch komplett von der Sicht der Regierung auf die Welt ab. Er hat auch schon während Wano Kuni gesagt, dass das, was die CP0 im Namen der Regierung macht, eigentlich nicht davon abweicht, was Piraten selbst machen. Das heißt, auch da wurde deutlich, dass Gernika ganz genau versteht und auch weiß, was die Regierung wirklich abzieht. Dass sie selbst als die Weltregierung genauso schlecht sind wie andere böse Piraten, die andere Leute angreifen und auch töten. Das heißt, auch da sehen wir, dass Gernika kein blinder Schoßhund ist, dass Gernika ganz genau versteht, was dort abgeht. Auf jeden Fall können wir sehen, dass er sehr viel hinterfragt hat und es deshalb auch wirklich sehr komisch wirkt, dass Gernika, der den Schlag von Kaido natürlich auch überlebt hat, das Bild von Ruffy veröffentlicht, ohne vorher die Gorosei zu fragen, ob es auch okay ist, weil Ruffy eben diese komische Form eingenommen hat. Weil die Gorosei haben schon damit gerechnet, dass Ruffy diese Nika-Form einnehmen wird und die Befürchtung ist auch eingetreten. Ein richtiger treuer CP-Agent hätte erstmal die Gorosei gefragt, ob es so okay ist, das Bild zu veröffentlichen. Das hat er nicht getan. Dazu kommt beispielsweise auch, dass wir gesehen haben, dass damals, als Akainu bei den Gorosei war und als sie sich auch gestritten haben, dass Akainu den Gorosei ganz deutlich gesagt hat, dass die CP eigentlich nicht mehr wirklich unter deren Macht steht. Regelkonform müssten sie zwar eigentlich genau das tun, was ihnen die Gorosei befehlen, aber eigentlich in der Realität tun die CP-Einheiten eigentlich nur gerade das, wonach sie gerade Lust haben und was sie gerade auch machen wollen. Diese Aussage von Akainu wirkte relativ lange sehr komisch, allerdings sehen wir hier eben bei Gernika, dass dort Akainu wahrscheinlich recht gehabt hat, denn Gernika handelt seit seinem letzten Auftrag komplett nach eigenem Gewissen. Zum einen können wir das erstmal an dem Go-Spielfeld sehen, was ich hier gerade erwähnt habe. Wir konnten schwarze und auch weiße Kugeln sehen, die Kaidos Seite und die Ruffy Seite darstellen sollen. Ist es jedoch nicht relativ auffällig, dass diese Kugeln von dem Go-Spiel eigentlich genauso aussehen wie auch die Augen von Gernika? Gernika hat keine normalen Augen. Durch die Maske können wir sehen, dass Gernika weiße Pupillen hat, was auf jeden Fall komisch ist. Zumindest werden die Augen ganz klar so dargestellt und es sieht auch danach aus, dass das wirklich seine echten Augen sind, dass also Gernikas Augen genauso aussehen wie auch die Kugeln vom Go-Spielfeld. Diese Kugeln auf dem Spielfeld, das die CP0 benutzt hat, um die Mengen der Kämpfer während Wano Kuni darzustellen. Im Grunde genommen wurde uns dadurch eine einzige Sache ganz klar gezeigt und zwar, dass die meisten Kämpfer die Seite gewechselt haben und das auch genauso wie Gernika von der CP0, der auch seine Seite gewechselt hat von der CP0 zur SWORD-Einheit. Denn Gernika wird auch abgesehen von seinen Zitaten, die ich gerade genannt habe, noch einen weiteren Grund haben, um gegen die Regierung vorzugehen und zwar, sein Name Gernika ist angelehnt an ein sehr berühmtes Kunstwerk des Künstlers Pablo Picasso und das Gemälde Gernika bezieht sich auf die Zerstörung der baskischen Stadt Gernika, die im Jahr 1937 geschehen ist und das Ganze durch einen kriegerischen Angriff einer deutschen Legion. Und die Aussage des Bildes, die Picasso hervorbringen wollte, war eben, dass Kriege schlecht sind. Gernika aus One Piece, der sehr wahrscheinlich an diesem Gemälde inspiriert ist, wird die gleiche Meinung teilen wie die, die Pablo Picasso durch dieses Bild erzeugen wollte. Das heißt, Gernikas Weltansicht, die er selbst besitzt, entspricht eben der, dass Kriege schlecht sind und dass Kriege unnötig sind. Und was haben wir auf Wano Kuni gesehen? Die CP0 sollte im Auftrag der Regierung Waffen kaufen für Kriege. In Kapitel 926 haben wir gesehen, dass sie so viele Waffen kaufen wollten, um damit selber einen Krieg zu führen, was natürlich ganz kleine Kriegsführung darstellen soll, was komplett gegen die persönlichen Werte des Charakters Gernika spricht. So, und mit diesem ganzen Wissen über Gernika, dass er sehr wahrscheinlich persönlich gegen die Regierung ist, dass er den Schlag von Kaido überlebt hat, dass er das Bild von Ruffy in der Gear-5-Form veröffentlicht hat indirekt, mit diesem ganzen Wissen, was meine ich eigentlich mit dem ominösen Marinesoldaten? Wir haben einen Marinesoldaten gesehen, der mit dem Gorosei geredet hat und dabei gesagt hat, dass sie als Marine einfach nur das Bild veröffentlicht haben, das sie vom CP0-Agenten Gernika bekommen haben. Wenn wir uns allerdings mal das Gesicht dieses anscheinend normalen Marinesoldaten anschauen, dann sehen wir dort auch, dass er eigentlich genauso aussieht wie auch Gernika. Er hat im Gesicht die gleiche Narbe wie auch auf der Maske von Gernika. Er hat dasselbe flache Kinn wie auch Gernika und seine Augen sind auch komplett weiß, genauso wie die Augen von Gernika. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieser anscheinend normale Marinesoldat, der mit dem Gorosei geredet hat, eigentlich selber der CP0-Agent Mr. Gernika war. Und um nochmal zurückzukommen zum Go-Spielfeld, weil wir gesehen haben, dass schwarze Kügelchen zu weißen Kügelchen wurden, weil sie ihm ausgetauscht wurden, weil Charaktere von Kaidos Seite auf Ruffys Seite gewechselt haben, sehen wir eben, dass Charaktere zur gegenüberliegenden Seite wechseln. Und welche Fraktion ist das Gegenteil von allen CP-Einheiten bzw. von der CP0? Natürlich die SWORD-Einheit. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir Gernika wiedersehen werden, aber dabei auf der richtigen Seite und zwar auf der Seite der SWORD-Einheit. Somit würde man viel mehr charakterliche Tiefe in die CP0 einbringen und dabei vor allem auch in Gernika, der bis jetzt ja auch wirklich anonym gewirkt hat. Die Kampfpaarung der Strohhüte gegen die Admiräle, die ich gerade aufgezählt habe, scheint zwar logisch,
Allerdings ergeben sie trotzdem nicht allzu viel Sinn. Denn es war schon immer so, dass Sanji, Zoro und Ruffy die stärksten Gegner bekommen haben. Beispielsweise auf Enies Lobby war es so, dass wir durch einen Doriki-Wert ermitteln konnten, wie stark jeweils die einzelnen Mitglieder waren von der CP9. Luki hatte dabei einen Doriki-Wert von 4000, Eki von 2200 und Jabura von 2180. Und erst danach kamen die anderen CP9-Agenten, wie beispielsweise Bruno oder Komadori mit ungefähr 800 Punkten. Das heißt, damals konnten wir ganz klar sehen, dass die jeweiligen Gegner von Zoro, Sanji und Ruffy viel, viel stärker sind als die anderen Gegner von den Strohpiraten. Und beispielsweise auf Wano Kuni kämpften Zoro und Sanji beide gegen zwei Kommandanten von Kaido und zwar gegen King und Queen. Und was mit Jinbei? Jinbei wurde extra gegen Huisu gestellt, ein Charakter von Kaidos Piratenbande, der selber kein Kommandant war, wodurch Oda gezeigt hat, dass Zoro und Sanji immer bessere Gegner bekommen als Jinbei. Das heißt eben auch, dass Jinbei kein Gegner für einen Admiral wird, wenn es Zoro und Sanji tun. Und auch aus einem anderen Grund würden diese Matchups eigentlich nicht wirklich viel Sinn ergeben. Denn wir hätten beispielsweise Fujitora, ein Admiral, den wir erst auf Dressrosa kennengelernt haben, aber schon auf Dressrosa wurde klar, Fujitora tickt anders als die anderen Admiräle. Man könnte eigentlich sagen, dass Fujitora ähnlich drauf ist wie auch beispielsweise Aokiji, aber eigentlich sogar noch besser. Er hat beispielsweise die Abschaffung der Samurai der Meere herbeigeführt, weil er gesehen hat, was die Samurai der Meere eigentlich wirklich machen mit dem Schutz der Weltregierung. Er konnte zwar damals auf Dressrosa nichts gegen Doflamingo machen, weil Doflamingo sozusagen sein Partner war und er hätte es einfach nicht machen dürfen aufgrund bestimmter Regeln der Marine. Er hat aber auch schon damals gesehen, dass Doflamingo dem Land extrem schadet und dass er dem Volk extrem Schlimmes antut. Dann später am Ende des Dressrosa-Arcs haben wir gesehen, dass Fujitora gegen Ruffy gekämpft hat. Über den Kampf an sich müssen wir nicht sprechen. Fujitora war natürlich damals ein Ruffy haushoch überlegen. Wir konnten aber sehen, dass Fujitora schon während des Kampfes extreme Sympathien für Ruffy aufgebaut hat, weil Ruffy Fujitora immer gesagt hat, wie er angreifen wird, weil Ruffy auch Mitleid hatte mit Fujitora, weil Fujitora ein blinder Schwertkämpfer ist. Und außerdem haben wir gesehen, dass Fujitora einen riesigen Ball aus Schrott auf die Strohpiraten werfen wollte. Das Volk auf Dressrosa ist allerdings auch dahin gerannt, wo die Strohpiraten sind. Das heißt somit auch, Fujitora hätte so gesehen auch das Volk von Dressrosa getötet, wenn er die Strohpiraten angegriffen hätte, was Fujitora natürlich nicht wollte. Und auch daran hat Fujitora gesehen, dass Ruffy sehr wahrscheinlich eine sehr gute Person ist und er meinte sogar auch selber, dass er es bereut, sich selber das Augenlicht genommen zu haben, weil er unbedingt einmal das Gesicht von Strohhut Ruffy sehen möchte. Dazu haben gerade Fujitora und Akainu einen großen Streit und Akainu meinte sogar auch selber, dass Fujitora von allen Marinebasen verbannt ist, bis er Ruffy und Law festnimmt und zur Marine bringt, weil er sie schon damals eigentlich auf Dressrosa hätte festnehmen müssen. Das hat er nicht getan und deswegen ist er gerade im Streit mit Akainu. Jetzt ist die Frage, ein Fujitora, der so große Diskrepanzen hat zu Akainu, was die Weltansicht angeht, der das System der Welt so krass revolutioniert, was wir beispielsweise bei den Samurai der Meere gesehen haben, und der auch eine so große Sympathie hat zu Ruffy und zu den Strohpiraten, wird sich wirklich Fujitora im letzten Krieg all-out-mäßig gegen einen Strohpiraten wie beispielsweise Zoro stellen? Ich persönlich kann es mir einfach gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Fujitora am Ende ein Gegner wird von Zoro, von Sanji, von Ruffy oder sonst irgendeinem Strohpiraten. Ich glaube, Fujitora wird vor dem finalen Krieg die Seiten wechseln und für die Strohpiraten gegen die Regierung kämpfen, weil es einfach ansonsten nicht viel Sinn ergeben würde, wie man den Charakter Fujitora bis jetzt aufgebaut hat. Das heißt, es gäbe nur noch drei Admiräle, die für Kämpfe gegen die Strohpiraten in Frage kommen würden, und zwar Akainu, Kizaru und Green Bull. Dass Akainu gegen Ruffy kämpft, ist nicht unwahrscheinlich. Potenziell könnte Akainu aber auch gegen Sabo kämpfen. Sowohl bei Sabo als auch bei Ruffy wäre es die gleiche Argumentation und Logik, denn Akainu ist eben der Mörder von Ace, dem Bruder von Sabo und von Ruffy. Bei Ruffy wäre es eben noch viel emotionaler, weil Akainu mit dem Schlag, mit dem er Ace getötet hat, eigentlich Ruffy angreifen wollte und Ruffy mit eigenen Augen direkt vor sich gesehen hat, wie Ace durch Akainu gestorben ist. Bei Sabo wäre es eben so, dass das Feuer mal wieder gegen Magma kämpfen würde und Sabo würde mit dem Feuer, was eigentlich schwächer ist als das Magma, trotzdem Akainu übertreffen. Es würde auf jeden Fall in beiden Szenarien sehr viel Sinn ergeben, wenn eben Sabo oder Ruffy gegen Akainu kämpfen würde und in dem Kampf auch Akainu besiegen würde. Das heißt, es bleiben nur noch Kizaru und Green Bull übrig für die restlichen Strohpiraten. Und welcher Stroh wird gegen wen kämpfen? Ich glaube, der Kampf von Kizaru gegen Sanji wird nicht eintreten. Es gibt zwar die Ähnlichkeit mit der Geschwindigkeit, mit der gelben Farbe, mit den Kicks beispielsweise von Kizaru und Sanji, aber ich glaube, dass Kizaru auf jeden Fall gegen Zoro kämpfen wird. Denn was wir bis jetzt von Kizaru gesehen haben, waren immer Kämpfe gegen den zweiten Mann. Beispielsweise haben wir damals auf Sabaody gesehen, dass Kizaru damals gegen Rayleigh gekämpft hat, den zweiten Mann von der Roger Piratenbande. Wir konnten beispielsweise sehen am Anfang des Marineford-Kriegs, dass Kizaru gegen Marco gekämpft hat, den zweiten Mann von der Whitebeard-Piratenbande. Und am Ende des Marineford-Kriegs wurde Kizaru auch so gesehen gegen Ben Beckmann gestellt und Ben Beckmann ist der zweite Mann von der Roter Piratenbande. Und beispielsweise auch schon damals auf Sabaody wollte Kizaru Zoro töten,
Und was ist Zorro? Zorro ist der zweite Mann von den Strohpiraten. Deswegen ist einfach der Kampf von Kizaru gegen den zweiten Mann der jeweiligen Piratenbande einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Und deswegen wird auch, wie ich denke, Kizaru am Ende gegen Zorro kämpfen, wenn es um alles geht. Zorro und Kizaru könnten sich auch potenziell demnächst auf Egghead sehen, das wissen wir nicht, wann Kizaru auftauchen wird. Es wäre aber auch schon da möglich. Und möglicherweise wird auch schon auf Egghead eine Verbindung von Zorro und Kizaru aufgebaut. Und aus Sicht der Marine würde es wahrscheinlich auch Sinn ergeben, denn Kizaru ist mit Akainu von allen Admiralen, die momentan im Amt sind, derjenige, der am längsten in der Marine ist. Denn Fujitora und Greenbull sind erst im 2-Jahres-Timeskip der Marine beigetreten, das heißt, erst durch die weltweite Wehrpflicht, die von Akainu ins Leben gerufen wurde, sind die beiden der Marine beigetreten und Kizaru und Akainu sind schon weitaus länger in der Marine dabei, schon mehr als 20 Jahre. Und dabei sind auch beide relativ gleichzeitig der Marine beigetreten, das heißt, die werden sich auch sehr lange kennen und somit würde es auch, wie ich denke, am meisten Sinn ergeben, wenn aus Sicht von Akainu Kizaru der Admiral ist, der so gesehen die meiste Macht haben sollte. Sowieso ist ja Fujitora bei Akainu unten durch, das heißt, sollte beispielsweise Akainu einen neuen Großadmiral aussuchen müssen, wäre es auf gar keinen Fall Fujitora. Und für Greenbull haben wir bis jetzt auch nicht wirklich Argumente, stattdessen haben wir sie auf jeden Fall für Kizaru. Kizaru ist wie gesagt genauso lang wie Akainu bei der Marine dabei und er ist auch immer derjenige, der sich freiwillig für bestimmte Aktionen bereitstellt, wie beispielsweise der Kampf gegen die Supernovas auf dem Sabaody-Schepel. Kizaru meinte auch beispielsweise selber, dass er freiwillig nach Wano Kuni geht, um dort gegen Ruffy, Kaido und Big Mom zu kämpfen. Und beispielsweise ist auch Kizaru gerade derjenige, der so gesehen freiwillig nach Egghead geht, um dort gegen die Strohpiraten zu kämpfen. Das heißt, Kizaru ist auf jeden Fall so gesehen der motivierteste Admiral, der auf jeden Fall am meisten für seinen Job macht in der Exekutive, der einfach am meisten Aktionen bringt, wenn es um Kämpfe geht. Und somit wäre es auch, wie ich denke, am logischsten, wenn Kizaru so gesehen inoffiziell den höchsten Admiralstitel innehat, das heißt, dass er einfach inoffiziell über Fujitora und über Greenbull steht. Deswegen würde ein Kampf gegen Zorro, wie ich denke, am besten passen. Kizaru ist ja so gesehen auch Schwertkämpfer durch ein Lichtschwert, das er selbst erzeugen kann. Deswegen sollte ein Kampf gegen Zorro auf jeden Fall auch möglich sein. Und was wäre mit Greenbull? Gegen wen wird Greenbull kämpfen? Ich glaube, der Kampf von Greenbull gegen Sanji wäre am logischsten. Erstmal hätten wir sowieso diese Gegenüberstellung von Pflanze gegen Feuer, von Greenbull gegen Sanji. Sanji hätte somit auch schon vor dem Kampf potenziell einen riesengroßen Vorteil gegenüber Greenbull durch das Feuer, womit er eben ein Vorteil ist gegen die Pflanzen. Zudem haben wir Greenbull auf Wano Kuni das erste Mal gesehen und wir konnten auch sehen, wie Greenbull drauf ist, was er generell für ein Charakter ist. Wir konnten sehen, dass Greenbull zum einen rassistisch denkt. Wir konnten zum Beispiel auch sehen, dass Greenbull einfach keine gute Person ist. Er vertritt zu 100% die Sicht der Regierung und damit eben auch, dass Leute, die in Staaten leben, die keine Partnerstaaten sind von der Regierung, wie beispielsweise Wano Kuni, dass solche Leute einfach nichts wert sind. Man sieht einfach, dass Greenbull ein extrem kaltherziger und schlechter Mensch ist, was das Gegenteil wäre zu Sanji. Sanji ist einer der warmherzigsten Personen, die wir überhaupt in One Piece kennen. Er zeigt ein Herz für jeden an sich und das Wichtigste für Sanji ist Essen. Zumindest sehen wir das am meisten bei Sanji, dass ihm wichtig ist, dass kein Essen verschwendet wird und auch wenn beispielsweise Essen nicht schmeckt, wird es aufgegessen, weil Essen eben Nahrung ist und Menschen brauchen Nahrung und Nahrungsverschwendung geht für Sanji eben überhaupt nicht klar, weil er schon damals als Kind am Hungertod nagte, weil er nichts zu essen hatte. Und deswegen wäre ein Kampf gegen Greenbull, wie ich denke, sehr gut, denn wir wissen von Greenbull, dass er seit 3 Jahren nichts mehr gegessen hat und somit auf Nahrung verzichtet. Was ja so gesehen auch eine Essensverschwendung bei Greenbull darstellen könnte, weil der Reste, die übrig bleiben, eben auf gar keinen Fall isst, weil er selber nichts essen möchte. Dazu kommt beispielsweise auch noch, dass wir gesehen haben, als Greenbull das erste Mal so gesehen gezeigt wurde während der Reverie mit Fujitora, dass Fujitora sich bei Greenbull bedankt hat für das Essen. Doch wieso bedankt sich Fujitora bei Greenbull für Essen, wenn Greenbull anscheinend das Essen nicht selber gekocht hat? Das würde an sich nicht viel Sinn ergeben. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Greenbull selber ein Koch ist, aber sein Essen nicht isst. Und deswegen könnte sich auch damals Fujitora bei Greenbull bedankt haben, weil er selber für Fujitora das Essen gekocht und zubereitet hat. Zudem kommt beispielsweise, dass Sanjis Gegner eigentlich immer etwas Persönliches gegen Sanji darstellen. Wir hatten beispielsweise Bonchan als den ersten richtigen Gegner für Sanji und Bonchan war damals und ist auch heute noch ein Okama, was für Sanji auf jeden Fall problematisch ist. Dazu beispielsweise der Kampf gegen Jabura. Jabura war ein eiskalter Lügner. Er meinte beispielsweise auch einmal während des Kampfes gegen Sanji, dass er Robins Bruder sei, was natürlich auch eine eiskalte Lüge war und das ist auch schon damals kämpfte Sanji so gesehen gegen jemanden, gegen den er persönlich etwas hatte, weil er sich zum einen über Robin lustig gemacht hat mit dieser Aussage und zum anderen, weil Jabura einfach ein Lügner war. Zudem dann später der nächste Gegner für Sanji wäre Absalom und auch gegen Absalom hatte Sanji etwas persönlich, denn Absalom war damals der Nutzer der Unsichtbarkeitsfrucht und Sanji beneidete Absalom dafür sehr, weil er eben diese Frucht selber extrem gerne gehabt hätte. Und zudem wollte Absalom auch Nami heiraten, was für Sanji auch überhaupt nicht klar ging. Das heißt, auch Absalom war ein Gegner, gegen den Sanji etwas persönlich sehr krass hatte. Das heißt, Bonchan ein Okama, Jabura einen überheblichen Lügner und Absalom einen unsichtbaren Gegner.
Und was war auf Wano Kuni? Gegen wen kämpfte Sanji auf Wano Kuni? Gegen Queen. Und Queen sah zum einen aus wie ein Okama, Queen war zum anderen beispielsweise auch überheblich, Queen wurde beispielsweise unsichtbar und Queen hat eine Frau geschlagen, und zwar Osome. Und somit kämpfte auch Sanji auf Wano Kuni gegen einen Gegner, gegen den er persönlich etwas sehr Krasses hatte. Und deswegen wird auch Sanji, wie ich denke, gegen Green Bull kämpfen, weil er Green Bull, wie ich denke, einfach hassen wird, und zwar auf persönlicher Ebene, weil Green Bull einfach aus Sicht von Sanji ein schlechter Mensch sein wird. Und zudem ist das Tier, das Green Bull darstellt, natürlich ein Bulle, und dabei gibt es bei Bullen eine Krankheit, die Schwarzfuß genannt wird, beziehungsweise Blackleg, genauso wie Schwarzfuß beziehungsweise Blackleg Sanji, und dabei ist die Krankheit Blackleg bei Bullen fast immer tödlich. Deswegen könnte das ein sehr krasser Hinweis von Oda dafür sein, dass Sanji derjenige sein wird, der Green Bull töten wird. Beispielsweise auch damals auf der Thriller Bark hat Sanji gesagt, auch wenn sich die Marine bis jetzt nicht wirklich für mich interessieren wird, eines Tages werde ich der Mann sein, vor dem die Marine am meisten Angst haben wird. Und das würde perfekt dazu passen, dass Sanji der Mörder sein würde von Admiral Green Bull. Blackbeard tauchte das erste Mal in One Piece Kapitel 223 auf während des Jaya-Arcs und die meisten dachten natürlich bei Blackbeards erstem Auftritt, das ist ein merkwürdiger, wirklich komischer Mann, der allerdings auch relativ nett wirkt. Wir haben hier beispielsweise sehen können, dass Blackbeard verstanden hat, worum es geht, wenn es um Träume geht. Blackbeard hielt seine legendäre Rede mitten in Mocktown auf Jaya und die einzigen, die Blackbeard verstanden haben in diesem Moment, waren Ruffy, Zoro und auch Nami, die als einzige in diesem Moment nicht ausgeblendet wurden, weil sie auch verstanden haben, was Blackbeard dort gemeint hat. Anschließend haben die anderen Piraten auf Jaya Blackbeard dafür ausgelacht, dass er für seine Träume einsteht, genauso wie es auch damals war in der Bar mit Bellamy, als Ruffy gesagt hat, dass er die Himmelsinseln besuchen möchte, er möchte Skype hier sehen. Und Bellamy und seine Piratenbande lachten Ruffy komplett aus. Sie haben nicht verstanden, was es bedeutet, Träume zu haben und diese zu verfolgen. Die einzigen Leute, von denen wir wissen, dass sie es zu dem Zeitpunkt auf Jaya auch verstanden haben, was es bedeutet, Träume zu haben, sind die Strohpiraten gewesen und auch Blackbeard. Doch was unterscheidet Blackbeard von anderen Antagonisten beispielsweise? Wieso weiß Blackbeard, was es bedeutet, Träume zu haben und dafür zu kämpfen, dass diese Träume auch in Erfüllung gehen? Dafür müssen wir erstmal in Blackbeards Kindheit schauen. In der FPS zu Band 63 zeichnete uns Oda alle Samurai der Meere, somit auch Blackbeard, der vor 2 Jahren auch ein Samurai der Meere war, als Kinder. Und wir haben dort auch Blackbeard gesehen als weinendes Kind, das auf den Mond geblickt hat und wirklich traurig wirkte. Dabei zeichnete Oda im Laufe der letzten Jahre nicht nur die Samurai der Meere als Kinder, sondern beispielsweise auch die Admiräle der Marine oder auch die Supernovas, also die gesamte schlimmste Generation, abgesehen von Blackbeard, die anderen 11, die auf dem Sabaody-Shippe dabei waren vor 2 Jahren. Aber die Zeichnung zu Blackbeard als Kind war die besonderste, denn nur in diesem Bild wurde auch der Mond mit eingezeichnet. Oda entschied sich, nur bei Blackbeard den Mond einzuzeichnen, wenn es darum ging, Blackbeard als Kind darzustellen. Somit wird Blackbeard auf jeden Fall eine Verbindung haben zum Mond und diese wird vor allem im späteren Verlauf dieses Videos noch sehr wichtig. Was können wir allerdings über Blackbeards Kindheit sagen? Von dem, was wir auf diesem Bild sehen, wirkt Blackbeard natürlich sehr traurig, er hat Tränen in den Augen. Deswegen können wir davon ausgehen, dass Blackbeards Kindheit insgesamt wirklich sehr traurig, wenn nicht sogar auch sehr schlimm gewesen ist. Was wissen wir noch? Zum Beispiel, als Blackbeard sich den Viper-Piraten angeschlossen hat, meinte er auch selber, dass er ein Waisenkind ist. Blackbeard besitzt keine Eltern. Diese mussten, zumindest Blackbeards Mutter, nach der Geburt von Blackbeard entweder verstorben sein oder verschwunden sein. Und somit wuchs auch Blackbeard komplett alleine auf, so wie es aussieht. Wenn wir jetzt wieder einen Blick werfen auf das Bild von Blackbeard als Kind, sehen wir auch dort die Kappe bzw. den Hut von Blackbeard. Den haben wir zum Beispiel auch sehen können, als Blackbeard sich den Viper-Piraten angeschlossen hat oder zum Beispiel auch als die Roger-Piraten gegen die Viper-Piraten gekämpft haben. Auch dort hatte Blackbeard diese Kappe auf. Und dieser Hut von Blackbeard könnte eine extrem große Bedeutung haben, wenn wir uns anschauen, vor wie vielen Jahren Blackbeard den Viper-Piraten beigetreten ist. Und zwar ist Blackbeard vor 28 Jahren den Viper-Piraten beigetreten. Und wir wissen von noch einer Sache, die komischerweise auch genau datiert wurde, wann sie stattgefunden hat. Und zwar, genau vor 28 Jahren startete die Reise der Forscher von Ohara, die mehr über die Poneglyphe und über die antike Geschichte erfahren wollten. Diese Reise dauerte nicht allzu lange, denn von den 33 Forschern, die losgesegelt sind, hat nur eine einzige Person überlebt und das auch nicht allzu lange, und zwar Nico Olvia. Nico Olvia wurde von der Marine gefangen genommen, alle anderen 32 Forscher wurden getötet und Nico Olvia starb natürlich auch später beim Buster Call auf Ohara. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Nico Olvia eigentlich für Sachen anhatte, und da schauen wir mal auf ihren Kopf und auch dort sehen wir genau den gleichen Hut wie auch den von Blackbeard. Und wenn man sich auch nochmal vergewissert, dass die Archäologie eines der größten Hobbys von Blackbeard ist, kann man sich natürlich auch denken,
denken, dass Blackbeard damals als Kind eine Verbindung hatte zu den Forschern von Ohara. Denn Blackbeards Hobby und auch der Hut würden sehr gut dazu passen, dass Blackbeard damals eine Verbindung hatte zu diesen Forschern. Dabei fällt natürlich vor allem auf, dass wir erfahren haben, dass es 33 Forscher waren. Oder gab uns eine ganz genaue Zahl, wie viele Forscher losgesegelt sind, ohne dass wir diese Informationen gebraucht hätten? Und wieso ausgerechnet 33 und nicht beispielsweise einfach nur 30 oder 40 Stück? Wieso ausgerechnet 33? Denn wie wir natürlich wissen, ist die Zahl 3 die größte Kennzeichnung von Blackbeard. Beispielsweise hat er 3 Totenschädel auf seinem Jolly Roger, er hat 3 Zöpfe in seinem Bart drin oder auch beispielsweise 3 Pistolen in seiner Hose stecken. Somit ist der Charakter Blackbeard ganz klar die Verbildlichung von der Zahl 3. Und dabei waren es 33 Forscher. Deswegen wäre es, wie ich finde, rein logisch, dass die Forscher von Ohara eines Tages mal auf die Insel von Blackbeard gekommen sind, um dort etwas nachzuforschen und dort auf den jungen Blackbeard gestoßen sind. Somit konnte auch Blackbeard das Buch der Teufelsfrüchte lesen, denn wir wissen ja auch, dass Blackbeard schon vor dem Beitritt in die Whitebeard-Piratenbande seine Hände an das Buch der Teufelsfrüchte bekommen hat. Die Frage ist natürlich wie, wenn Blackbeard vorher ein Waisenkind war und anscheinend eben nichts Krasses erlebt hat, in Bezug auf wichtige Personen, die mehr über Teufelsfrüchte wissen sollten, wie beispielsweise Dr. Vegapunk, wie konnte Blackbeard eben an dieses Buch kommen? Und ich denke, die Forscher von Ohara wären die plausibelste Antwort darauf, wieso Blackbeard schon so früh an das Buch der Teufelsfrüchte gekommen ist, denn diese Forscher müssten auch sehr wahrscheinlich etwas über Teufelsfrüchte herausgefunden haben. Teufelsfrüchte können nicht einfach so entstanden sein, die hängen sehr wahrscheinlich mit der antiken Geschichte und mit dem antiken Königreich zusammen und somit wäre es auch rein logisch, wenn sie auch über Teufelsfrüchte nachgeforscht haben und somit auch das Buch der Teufelsfrüchte dabei hatten. Blackbeard konnte also dadurch das Buch der Teufelsfrüchte studieren und jede einzelne Teufelsfrucht kennenlernen und somit entschied sich auch Blackbeard dafür, dass er die Finsternisfrucht für sich selber finden muss. Jedoch stellen sich dabei auch zwei Fragen, und zwar zum einen, wieso sollte ein geheimes Forscherteam ein anderes Kind einfach so mitwirken lassen bzw. einfach so mitarbeiten lassen, wie eben Blackbeard, und wieso sind die Forscher dann wieder aufgebrochen, ohne Blackbeard mitzunehmen? Die Antworten sind, wie ich finde, relativ einfach, und zwar, wenn die Forscher auf Blackbeards Insel ankommen, würde sich Blackbeard relativ schnell als Marshall D. Teach vorstellen. Dabei ist das D natürlich der springende Punkt. Die Forscher von Ohara würden Blackbeard aufgrund des Ds in seinem Namen mitarbeiten lassen und sie würden wieder abreisen ohne Blackbeard, weil ihre Reise und ihre Mission einfach viel zu gefährlich war und sie kein Kind mitnehmen wollten, das dazu dann eben noch ein D in seinem Namen hatte. Deswegen sind die Forscher, wie ich denke, wieder abgereist und Blackbeard war wieder alleine. Und somit kam eben das Bild zustande von Blackbeard, der zum Mond schaute und geweint hat. Blackbeard könnte auch durch die Forscher von Ohara etwas über den Mond bzw. über die Monde gelernt haben und somit entstand auch der Blick von Blackbeard auf den Mond. Und durch diese erneute Einsamkeit könnte auch erklärt werden, wieso Blackbeard eben so sehr an Träume glaubt. Er war eben schon wieder einsam, seine Freunde, die Forscher von Ohara, haben ihn relativ schnell schon wieder verlassen müssen und somit kam es eben dazu, dass Blackbeard sehr traurig war, weil er wieder alleine war, weil er wieder einsam war. Und dann schließlich kamen die Whitebeard-Piraten und Blackbeard wurde Teil von der Whitebeard-Piratenbande. Blackbeard wurde im Alter von 12 Jahren ein Teil der Whitebeard-Piratenbande und war auch dort weitaus mehr als 20 Jahre aktiv, bis sein Ziel endlich mal in greifbarer Nähe war, bis Thatch, der Kommandant der 4. Division der Whitebeard-Piratenbande, eine Teufelsfrucht gefunden hat, die genauso aussah wie die Frucht, die Blackbeard immer haben wollte, wie die Finsternisfrucht. Und Blackbeard begann den größten Fehler, den man jemals auf einem Piratenschiff und vor allem eben auch bei den Whitebeard-Piraten eingehen kann. Er brachte wirklich ein Crewmitglied von ihm selbst um und dabei sogar noch, weil es bei den Whitebeard-Piraten war, förmlich seinen eigenen Bruder. Brachte Blackbeard um wegen einer Teufelsfrucht und er verließ die Whitebeard-Piratenbande und machte sich selbstständig als eigener Captain seiner eigenen Piratenbande und zwar von den Blackbeard-Piraten. Zu den ersten Mitgliedern seiner neu gegründeten Piratenbande gehörten auch namhafte Charaktere, darunter Jesus Barges mit einem Kopfgeld von 20 Millionen Berry, der ehemalige Sheriff Raffit mit einem Kopfgeld von 42,2 Millionen Berry, Van Oga mit einem Kopfgeld von 64 Millionen Berry und Doc Hugh mit einem damaligen Kopfgeld von 72 Millionen Berry. Und somit begann das eigenständige Abenteuer von Blackbeard und wir sahen ihn, wie schon vorhin erwähnt, das erste Mal auf Jaya. Und auch schon dort zeigte sich, dass dort etwas mit Blackbeard nicht stimmt. Ohnehin schon sprachen Ruffy und Zoro so über Blackbeard, als wäre er nicht nur eine Person, als hätten sie mehrere Seelen in Blackbeard selbst drin gespürt, denn sie sprachen davon, dass Blackbeard nicht eine Person sei, sie sagten it's them, als ob Blackbeard mehrere Personen oder Seelen in seinem Körper gespeichert hätte. Aber abgesehen davon haben wir noch etwas gesehen auf Jaya und auch später im Impel Down auf Marineford und noch später haben wir gesehen, dass Blackbeard immer mal wieder verschiedene Zahnstrukturen hat.
Zum Beispiel sehen wir während des Jaya-Arcs in einem Panel, dass Blackbeard 3 fehlende Zähne hat. Ein, zwei Kapitel später sehen wir, dass Blackbeard wieder schon 4 fehlende Zähne hat. Oder auch später im Impeldown konnten wir sehen, dass Blackbeard in einem Moment mehrere Zähne fehlen. Und nur kurz darauf sehen wir, dass Blackbeard wieder alle Zähne hat und dass ihm eben kein Zahn mehr fehlt. Also irgendwas muss dahinter stecken, wenn Oda sowas ausgerechnet bei Blackbeard einbaut, denn das kann eigentlich kein Fehler von Oda sein, dass sich sein Gebiss bzw. seine Zähne in dieser Häufigkeit so schnell immer mal wieder verändert. Und später auf Marineford bekamen wir die Bestätigung dafür, dass etwas mit Blackbeard nicht stimmt, denn Marco, der Schiffsarzt der YP-Piratenbande, sagte, dass Blackbeards Körper ohnehin schon immer sehr komisch war, dass Blackbeard keinen normalen menschlichen Körper besitzt, und dann konnten wir sehen, was man nicht für Möglichkeiten hat. Die Blackbeard-Piraten warfen ein schwarzes Tuch über Whitebeard und Blackbeard befand sich auch mit der Leiche von Whitebeard unter diesem Tuch, und als das Tuch wieder weggezogen wurde, besaß Blackbeard 2 Teufelskräfte. Neben der Finsternisfrucht, die Blackbeard schon vorher besaß, kam noch die Bebenfrucht von Whitebeard hinzu. Und somit ist Blackbeard die einzige Person in One Piece, die die Kräfte von 2 Teufelsfrüchten besitzt. Natürlich stellt sich deswegen auch die Frage, wie konnte Blackbeard das eben schaffen, wenn er doch, so wie es aussieht, ein Mensch ist. Er ist zwar kein normaler Mensch, aber dennoch scheint Blackbeard ja auch ein Mensch zu sein. Auch das kann man eigentlich in Frage stellen, ob Blackbeard wirklich ein Mensch ist, aber vom Aussehen her natürlich würde man sagen, Blackbeard ist ein Mensch. Und somit stellt sich die Frage, wie kann eben Blackbeard mehr als eine Teufelsfrucht essen, wenn sie doch eben die Seele der Teufelsfrucht mit der menschlichen Seele verbindet und der Körper somit auch so gesehen komplett ist. Das heißt, wenn eine zweite Teufelsfruchtseele in diesen Körper eindringt, würden sich die Seelen der Teufelsfrüchte miteinander streiten und der Körper würde, so ist zumindest der Mythos, anschließend explodieren. Deswegen kann Blackbeards Körper natürlich nicht normal sein und die Antwort auf das Mysterium rund um Blackbeards Körper sehen wir möglicherweise auch in seinem neuen Kopfgeld. Blackbeards neues Kopfgeld liegt bei 3 Milliarden und 996 Millionen Berry. Und diese scheinbar von Oda zufällig gewählte Zahl hat auch eine große Bedeutung. Dass Kopfgelder generell in One Piece eine Bedeutung mit sich tragen können, sehen wir beispielsweise am neuen Kopfgeld von Zorro von 1 Milliarde und 111 Millionen Berry. Das passt sehr gut zu Zorros Geburtstag, denn Zorro hat am 11.11. Geburtstag, das heißt 1111, genauso wie auch beim neuen Kopfgeld von Zorro. Oder beispielsweise auch bei den Kaiserkopfgeldern, wie beispielsweise bei Big Mom. Ihr Kopfgeld lag bei 4 Milliarden und 388 Millionen Berry. Und auch dieses Kopfgeld, das zufällig gewählt worden scheint, hat genauso wie beispielsweise auch das Kopfgeld von Shanks, das Kopfgeld von Kaido oder beispielsweise auch die Kopfgelder von Whitebeard und Roger eine große Bedeutung. Und zwar können wir die Zahlen als das Wort Mutter, also Mother, lesen, was natürlich perfekt zu Big Mom passt. Und was ist bei Blackbeard? Blackbeards Kopfgeld können wir in die einzelnen Wörter der Zahlen auseinanderlegen. Und dabei würde, wenn wir von den dranhängenden Nullen mal absehen, Folgendes rauskommen. Und zwar San Kokoro. Und zwar bedeutet San Kokoro auf Japanisch 3 Herzen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Blackbeard möglicherweise 3 Herzen in seinem Körper besitzt und dass somit auch ein Herz in der One Piece Welt mit einer Seele verbunden wird und dass somit auch pro Seele ein Herz verwendet wird und dass Blackbeard auch deshalb 3 Teufelsfrüchte essen kann, weil jede einzelne Teufelsfruchtseele in Blackbeards Körper mit einem seiner Herzen verbunden wird. Natürlich stellt sich auch die Frage, wie konnte Blackbeard eben 3 Herzen bekommen? Möglich wäre, dass in Blackbeards Körper noch 2 weitere Personen leben, und zwar es wäre auf jeden Fall vorstellbar, dass Blackbeard eigentlich als einer von 3 Drillingen auf die Welt kommen sollte und dabei während der Schwangerschaft mit seinen beiden anderen Geschwistern verschmolzen ist und rauskam eben die Person Blackbeard, und somit würden 2 Geschwister von Blackbeard in seinem eigenen Körper drin leben und infolgedessen hätte Blackbeard auch 3 Seelen und 3 Herzen. Das könnte auch die Erklärung dafür sein, weswegen sich immer mal wieder die Zähne von Blackbeard verändern. Das heißt, wieso Blackbeard in einem Moment alle Zähne hat, dann kurz darauf fehlen ihm beispielsweise 3 Zähne und dann auch kurz darauf fehlen ihm beispielsweise 4 andere Zähne und die 3, die davor gefehlt haben, sind wieder da. Das heißt, so ein Zusammenleben von Blackbeard und seinen Geschwistern in seinem Körper wäre auf jeden Fall möglich und könnte einiges erklären. Andererseits wäre es auf jeden Fall für One Piece Verhältnisse sehr, sehr heftig, wenn eben sowas erklärt werden würde, dass sich Blackbeard und seine beiden Geschwister miteinander verschmolzen haben und somit auch zu einer Person wurden und anschließend auch alle zusammen als eine Person geboren wurden. Ich denke, das wäre für One Piece Verhältnisse einfach viel zu krass und es würde auch nicht erklären, wieso Blackbeard ein Waisenkind war, denn wenn beispielsweise Blackbeards Mutter bei der Geburt verstorben sein sollte, hätte Blackbeard als Baby ja immer noch versorgt werden müssen und ich denke, es wäre einfach ein viel zu großes Wenn und Aber, als dass das wirklich so passiert sein sollte. Deswegen könnte diese Kopfgeldanspielung eigentlich was anderes bedeuten, worauf wir später erst zu sprechen kommen.
Und es könnte auch so sein, dass Blackbeard erst durch die Finsternis Teufelsfrucht andere Seelen aufnehmen kann. Denn wir haben ja gesehen, als Blackbeard die Frucht von Whitebeard gestohlen hat, dass die Blackbeard-Piraten ein schwarzes Laken über Whitebeard und Blackbeard geworfen haben. Und somit entstand natürlich auch bei Blackbeard und der Leiche von Whitebeard unter diesem schwarzen Laken eine komplette Dunkelheit. Und es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn Blackbeard durch die Finsternis Teufelsfrucht die Teufelskräfte von Whitebeard, und zwar die Beben-Teufelsfrucht, aufsaugen konnte, weil die Finsternis Teufelsfrucht erst bei kompletter Dunkelheit ihre wahre Stärke zeigt und somit konnte auch Blackbeard die Teufelskraft von Whitebeard aufnehmen. Und die Beben-Teufelsfrucht befindet sich im unendlichen Speicher der Dunkelheit durch die Finsternisfrucht und somit könnte auch Blackbeard die Kontrolle erlangen über diese Teufelsfrucht. Was für diese Theorie sprechen würde, wäre auf jeden Fall, dass wir nicht gesehen haben, dass Blackbeard irgendwelche Reste von einer Teufelsfrucht in der Hand gehalten hat, als sie eben das Laken wieder weggezogen bekommen hat. Das heißt, als Blackbeard die Bebenkräfte hatte, haben wir keine Reste von der Teufelsfrucht gesehen. Und wir wissen ja auch, dass man nur ein bisschen von der Teufelsfrucht braucht, um die komplette Wirkung bzw. um alle Kräfte von einer Teufelsfrucht zu bekommen. Und das wird auch Blackbeard auf jeden Fall wissen. Und deswegen sieht es so aus, als ob Blackbeard die gesamte Frucht aufgegessen hat, was allerdings auch nicht viel Sinn ergeben würde. Denn wir wissen, dass alle Teufelsfrüchte sehr eklig schmecken. Das konnten wir beispielsweise sehen bei Sabo im Kolosseum. Als er sein Bissen von der Feuerfrucht genommen hat, musste er sie wirklich runterwürgen und musste damit kämpfen, sie nicht wieder auszuspucken. Oder beispielsweise auch bei der CP9, bei Eki und Khalifa konnten wir sehen, dass Teufelsfrüchte eben überhaupt nicht schmecken. Und deswegen würde es nicht unbedingt wirklich viel Sinn ergeben, wenn Blackbeard die gesamte Frucht aufgegessen haben sollte. Wir haben hier beispielsweise auch in der ersten Szene von Blackbeard gesehen, als er in der Bar neben Ruffy saß, dass Blackbeard das Getränk wieder ausgespuckt hat, weil es ihm eben nicht geschmeckt hat. Und daran sehen wir eben, dass Blackbeard, wenn ihm etwas nicht schmecken sollte, er sich das beispielsweise nicht runterwirkt, sondern dass er es einfach wieder rausspuckt. Und deswegen wirkt es, wie ich finde, relativ sonderbar, dass Blackbeard die gesamte Frucht gegessen haben sollte, wenn doch nur ein Bissen reicht. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Blackbeard durch die Finsternisfrucht die Bebenfrucht aufgesaugt hat und damit auch die Kräfte der Bebenfrucht einsetzen kann. Aber es gäbe noch eine andere Theorie, die möglicherweise noch wahrscheinlicher ist, und zwar, dass Blackbeard entweder kein Mensch ist oder schon vor der Finsternisfrucht eine andere Teufelsfrucht gegessen hat, und zwar die Baise-Teufelsfrucht bzw. die Haku-Taku-Teufelsfrucht, oder es wäre eben auch möglicherweise so der Fall, dass Blackbeard eigentlich kein Mensch ist, sondern ein Baise. Und zwar der Schlüssel zu dieser Antwort wäre die Lache von Blackbeard. Dass generell das Lachen in One Piece eine riesige Rolle spielt, sollte klar sein, spätestens seitdem Rafte in Lawtail umbenannt wurde, beziehungsweise als wir eben erfahren haben, dass Rafte eigentlich Lawtail heißt. Oder beispielsweise auch die Gear-5-Form, die Son-Gott-Nika-Form von Ruffy, besteht im Grunde genommen eigentlich nur aus dem Lachen. Und dabei ist eben die Gear-5-Form, die Son-Gott-Nika-Form, die Form, die am ehesten sehr wahrscheinlich an Joy-Boy angelehnt ist. Denn durch das Erwecken dieser Form konnte Sunisha es wieder merken, dass Joy-Boy anwesend ist. Und somit spielt das Lachen in One Piece auf jeden Fall eine riesengroße Rolle. Und dabei haben auch viele namhafte One Piece Charaktere eine besondere und einzigartige Lache. Zum Beispiel Whitebeard mit der Guda Guda no Mi, mit der Bebenteufelsfrucht. Seine Lache war immer Guda da da da. Und somit eben passend zur Guda Guda no Mi. Das heißt, die Lache von Whitebeard ähnelte seiner Teufelsfrucht sehr stark vom Namen her. Oder beispielsweise Perona von der Bande von Gecko Moria. Ihre Lache ist Horororo, und Perona hat hier auch die Horohoronomie, also die Geisterfrucht, und auch hier ist das Lachen von Perona sehr nah an ihrer Teufelsfrucht dran. Oder beispielsweise auch Streusen von Big Moms Piratenbande mit der Lache Kukukukuku, und dabei hat Streusen eben auch die Kukukukunomie, also die Kochteufelsfrucht. Somit sehen wir auf jeden Fall, dass Teufelsfrüchte in One Piece oft mit dem Lachen der jeweiligen Person zusammenhängen. Das heißt, es könnte eben auch so sein, dass die Lache von Blackbeard, und zwar Sehahaha, eine Andeutung dafür sein könnte, dass Blackbeard eine andere Teufelsfrucht schon hat. Oder möglicherweise eben auch, was auch der Fall sein könnte, dass Blackbeard eigentlich kein Mensch ist, sondern ein Baise. Und die Verbindung hierfür könnte sein, dass der Baise zwei Namen hat, und zwar eben Baise, also B-A-I und dann Z-E und Haku-Taku. Wenn wir jetzt die letzten beiden Buchstaben von Baise und die ersten beiden Buchstaben von Haku-Taku zusammensetzen, kommt raus Seha, wie von Sehahaha von Blackbeard. Das heißt, Blackbeard könnte eben die Baise-Frucht haben oder auch selber ein Baise sein. Aber was ist eigentlich ein Baise, beziehungsweise was ist ein Haku-Taku? Ein Baise ist ein mystisches japanisches Fabelwesen, das, egal ob Schaf, Löwe, Tiger oder beispielsweise auch Mensch, die Form von jedem Lebewesen einnehmen kann. Es soll dabei auch drei Gesichter und drei Seelen besitzen, was sehr gut zu Blackbeard passen würde, denn Blackbeard hat immer die Verbindung zu der Zahl 3. Beispielsweise hatte er drei Pistolen in seiner Hose drin oder er hat auch eben drei Zöpfe in seinem Bart,
Und was natürlich auch ganz klar ist, die drei Totenschädel auf seinem Jolly Roger. Und sollte Blackbeard durch eine Teufelsfrucht oder durch seine Geburt ein Bayseer sein, würde man auch erklären, wieso das Ganze der Fall ist. Denn der Bayseer hat ja wie gesagt drei Seelen, drei Gesichter. Und somit würde man auf jeden Fall zum einen erstmal erklären, wieso Blackbeard diese Jolly Roger hat. Weil er eben drei Seelen, drei Gesichter bzw. einfach drei Formen besitzt. Und somit könnte man sich auch erklären, wieso Blackbeard eigentlich immer verschiedene Zahnstrukturen hat, weil er sich immer wieder auswechselt. Und das wäre auch eine sehr gute Erklärung dafür, weswegen Blackbeard eben mehrere Teufelsfrüchte essen kann, weil er durch den Bayseer drei Seelen besitzt und somit auch durch die Finsternis-Teufelsfrucht und durch die Bebenfrucht von Whitebeard zwei seiner drei Seelen besetzt worden sind. Oder falls Blackbeard doch ein Mensch ist und die Bayseer-Frucht schon vor der Finsternis-Frucht gegessen haben sollte, dann wäre es eben so der Fall, dass sich seine menschliche Seele mit der Bayseer-Seele, also mit der mystischen Sornfrucht-Seele verbunden hat, und durch den Bayseer bekommt Blackbeard wieder drei weitere Seelen, und zwei von diesen drei weiteren Seelen wurden mit der Finsternis-Frucht und mit der Bebenfrucht besetzt. Ich gehe allerdings eher davon aus, dass Blackbeard selber ein Bayseer ist, als ein mystisches Wesen. Denn dafür sehen wir eben auch in dem Charakter von Blackbeard extrem viele Ähnlichkeiten zu einem Bayseer. Zum Beispiel sagt man sich, dass der Bayseer ein sehr kulturelles Wesen ist und ein sehr großes Wissen besitzt, über Jahrhunderte, die schon weit zurückliegen. Und dabei wissen wir auch von Blackbeard, dass Archäologie eines seiner größten Hobbys ist. Und das wäre auch eine Verbindung dazu, dass Blackbeard möglicherweise in seiner Kindheit eine Verbindung gehabt haben könnte zu Nico Olvia. Aber auf jeden Fall, Blackbeard hat genauso wie der Bayseer ein großes Interesse an Kultur und an historischer Recherche. Und was vor allem sehr komisch ist, ist, dass der Bayseer sehr gerne Kräuter isst. Und jetzt wird's wirklich merkwürdig, denn wir haben in der Ace Novel erfahren, für die Leute, die nicht wissen, was die Ace Novel ist, das ist eine Canon-Geschichte in Bezug auf Ace, die selber von Oda geschrieben wurde. Und alles, was eben in dieser Geschichte steht, ist auch relevant. Also nichts von dem, was dort stand, wurde beispielsweise unnötigerweise hinzugefügt. Alles, was dort steht, ist auch Canon, also zu 100% in der One Piece Story passiert. Und was haben wir dort gesehen? Die Whitebeard-Piraten haben ein Dorf beschützt vor Dieben und die Dorfbewohner haben den Whitebeard-Piraten als Dankeschön Blumen geschenkt. Und was hat Blackbeard als Anlehnung an den Bayseer mit dem Blumen gemacht? Er hat die Blumen tatsächlich gegessen und er hat auch wirklich seine anderen Crewmitglieder, seine anderen Kameraden von den Whitebeard-Piraten gefragt, ob sie ihm auch ihre Blumen geben könnten, weil er alle Blumen gegessen hat. Und wieso sollte Blackbeard eben Blumen essen, wenn er nicht selber ein Bayseer ist? Und wieso sollte Oda so eine Information in die Geschichte reinschreiben, dass eben Blackbeard komischerweise alle Blumen essen möchte, wenn er nicht selber tatsächlich ein Bayseer ist? Dazu sieht auch der Bart von Blackbeard sehr ähnlich aus wie auch der Bart von einem Bayseer, was auf jeden Fall auch eine Verbindung sein sollte. Und somit könnte man beispielsweise auch erklären, wie Blackbeard Shanks die drei Narben über dem Auge verpassen konnte. Und das Ganze, weil Shanks überrascht war, aber es war keine Zeit von Blackbeard. Und bis jetzt haben wir nicht gesehen, wie eben diese Narbe entstanden ist. Und es hätte eigentlich schon längst gezeigt werden können, wenn es doch die Metallkralle von Blackbeard gewesen sein sollte. Aber es wurde noch nicht gezeigt, weil Blackbeard die drei Narben über dem Auge von Shanks durch seine Bayseer-Fähigkeiten erzeugen konnte, indem sich Blackbeard in seiner Form gewandelt hat und somit auch beispielsweise die Bayseer-Form eines Tigers angenommen hat und durch die Krallen eines Tigers beispielsweise die drei Narben über dem Auge von Shanks erzeugen konnte. Somit war es keine Zeit von Blackbeard und Shanks war eben überrascht durch diese Verwandlung von Blackbeard. Es wäre, wie ich denke, wirklich die perfekte Erklärung dafür. Zudem soll der Bayseer das Erdbebenmonster, das Erdbeben erzeugen konnte, getötet haben. Und das sehen wir natürlich auch perfekt in der One Piece Story, denn Blackbeard ist der Mörder von Whitebeard und somit ist eben auch der Bayseer, also Blackbeard, der Mörder des Erdbebenmonsters, genauso wie der Bayseer in der Mythologie derjenige ist, der das Erdbebenmonster getötet hat. Und dazu kommt beispielsweise auch, wenn wir das Wort Bayseer in die Kanji-Schreibweisen-Variante auf Japanisch übersetzen und von dort aus ins Englische bringen, kommt raus White Marsh. Passend beispielsweise auch zu Whitebeard und Marshall D. Teach. Das heißt, es gäbe die Verbindung von seinem ehemaligen Kapitän Whitebeard und zu sich selber. Und somit wäre auch das eine klare Verbindung vom Bayseer zu Blackbeard. Also entweder hat Blackbeard vor langer Zeit mal die mystische Sornfrucht vom Modell Bayseer gegessen und das wäre dann eben auch seine dritte Teufelsfrucht und das wäre dann eben auch neben der Bebenfrucht als Paramezia Teufelsfrucht und neben der Finsternisfrucht als Logia Teufelsfrucht seine Sorn-Teufelsfrucht. Eigentlich würde ich eher sagen, das Ganze spricht eher dafür, dass Blackbeard selber ein Bayseer ist. Aber auch da würde sich die Frage stellen, wieso Blackbeard dann nur immer in seiner Menschenform ist und wie er dann auch Marshall D. Teach heißt, wenn er kein richtiger Mensch ist. Das wären offene Fragen, die wirklich sehr, sehr groß wären. Deswegen spricht zwar eher dafür, dass Blackbeard ein Mensch ist, dessen Körper durch den Verzehr der Bayseer-Teufelsfrucht komplett verändert wurde.
Die Roter Piratenbande mit ihrer großen Flotte eingeschlossen ist die möglicherweise stärkste Piratenbande in ganz One Piece. In Kapitel 957 haben wir von Brand New von der Marine erfahren, dass die Roter Piraten die ausgeglichenste Kaiserbande sind. Das heißt, sowohl die Big Mom Piraten als auch die 100 Bestien Piraten und sogar auch die Blackbeard Piraten sind nicht so ausgeglichen wie die Roter Piratenbande. Und das heißt auf jeden Fall auch, dass die Mitglieder von Shanks alle extrem stark sein werden und alle ein ungefähr gleiches Level an Stärke besitzen sollten. In Film Red wurden zwar einige Szenen von den Roter Piraten gezeigt, allerdings ist der Film auch eben nicht Canon und deswegen kann man ihn zwar als Grundlage nehmen, allerdings ist er eben auch keine hundertprozentige Quelle. Allerdings besitzt Shanks ein Mitglied in seiner Großflotte bzw. in seiner Piratenbande. Dieses Mitglied ist allerdings nicht Teil seiner Kerncrew, das heißt eine Person, die eben nicht auf dem gleichen Rang ist wie beispielsweise Lime Juice, Hongu oder eben auch Yasop. Eine andere Person bei den Roter Piraten, die allerdings auch eine große Verbindung hat zu Eustace Captain Kidd. Und dabei haben wir auch in der SBS zu Band 104 erfahren, in der wir eben auch das Ganze um die Roter Piratenbande erfahren haben. Wie Kids Backstory aussieht, die wir leider nicht im Manga sehen konnten, beispielsweise wurde ja auch eigentlich der Flashback von Law im Manga gezeigt. Ein Großteil von der Backstory von Law wurde allerdings auch nicht im Manga thematisiert, sondern in der Novel of Law, in der wir beispielsweise auch erfahren haben, wie Leute wie Beppo, Shashi oder Penguin zur Lost Piratenbande gekommen sind. Trotzdem finde ich, dass es einfach verschwendetes Potenzial ist, dass Backstories generell in One Piece, wie eben hier in dem Beispiel von Kid, einfach nicht im Manga thematisiert werden. Zum Beispiel wurde Kaido schon auf Water 7 aufgebaut durch die Rede von Garp über die vier Kaiser. Dann später nach Dressrosa haben wir Kaido zum ersten Mal so richtig sehen können und es ging jahrelang um Kaido. Allein der Wano Kuni Arc ging 4 Jahre lang und dabei war die Backstory, der Flashback von Kaido, gerade mal 4 Seiten lang. Oder ein vielleicht sogar noch besseres Beispiel wäre Sasaki von den Flying Six. Das perfekte Beispiel dafür, wie ein Sohn von Oma Kokolo aussehen könnte. Wir wissen, dass Oma Kokolo ein Sohn hat, der Pirat ist und Sasaki würde perfekt zu Oma Kokolo passen, durch die generelle Haltung beim Alkoholtrinken, generell auch durch das Alkoholtrinken, was ja auch sehr gut zu Oma Kokolo passt, oder auch durch das Aussehen, durch das Alter, weil eben Sasaki auch ein Pirat ist. Es hätte alles dafür gesprochen, dass Sasaki von den Flying Six eben der Sohn ist von Oma Kokolo, aber auch das wurde nicht in einem einzigen Satz irgendwie thematisiert oder eben auch behandelt. Nicht mal Frankie hat irgendeine Parallele zwischen den beiden erkennen können. Das heißt, auch das ist, wie ich finde, ein verschwendetes Potenzial, was eben in Verbindung zu einem Flashback nicht genutzt wurde. Es gab zwar in den letzten Jahren einige gelungene Beispiele, wie beispielsweise Big Mom oder Senor Pink, allerdings wird eben durch die Flashbacks sehr viel Potenzial liegen lassen, weil Oda eben die Story so gesehen rushen möchte. Dabei wisst ihr beispielsweise auch nicht, wieso Basil Hawkins so agiert hat, wie er agiert hat, wie eben beispielsweise die Kindheit von Basil Hawkins aussah und jetzt ist sie anscheinend ja auch auf Wano Kuni gestorben, das heißt, wir erfahren, so wie es aussieht, eben nichts mehr, außer Hawkins hat eben überlebt. Aber das eben dazu, dass Oda, wie ich finde, eben durch die Flashbacks sehr viel liegen lässt. Auf jeden Fall haben wir den Flashback von Kid in der SBS erfahren. Wir wissen nun endlich, wie Kids ungefähre Vergangenheit bzw. Kindheit aussah. Und zwar stammen Kid und seine 3 wichtigsten Mitglieder Killer, Wire und Teed alle aus demselben Land, aus dem South Blue. Und dieses Land wurde von kriminellen Gruppen beherrscht und dabei war auch eines Tages der Tag angekommen, an dem die Jugenddiebe von Kid und Killer, und zwar Victoria, von einer Person von diesen kriminellen Gruppen getötet wurde und dabei entsprang eben der Wille in Kid, sein Land zu retten bzw. eben einen Putsch zu starten. Das gelang ihm auch eben und damit konnte das Land von diesen Kriminellen befreit werden. Und somit wurde auch Kid zum Piraten und benannte auch sein Schiff nach Victoria, nach seiner Jugendliebe, die getötet wurde. Was ist allerdings dabei die Verbindung von Kids Flashback zu der Roter Piratenbande bzw. zu Shanks Großflotte? Was für eine Verbindung könnte da eben bestehen bzw. was könnte auch der Grund dafür sein, weswegen ausgerechnet Shanks eben dieses Ziel war von Kid, dass er durch die Allianz mit Apu und Hawkins besiegen wollte? Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Kid während des Timeskips seinen linken Arm gegen Shanks verloren hat. Dabei ist auch da die Frage, wie kam es zum Kampf von Shanks gegen eben Kid? Also woher stammt diese unbekannte Verbindung, dieser unbekannte Hass von Kid auf Shanks? Und ich denke, ist gar nicht mal so zentral auf Shanks gelegt, sondern eher auf ein Mitglied von Shanks. Und zwar, wenn wir einmal drauf schauen, welche Piraten in der Roter Piratenbande sind, dann fallen einem natürlich sofort Namen ein, wie beispielsweise Ben Beckmann, Lucky Lou, Yasop, Bonk Punch, Monster oder alle weiteren Roter Piraten, die eben zur Kerncrew von Shanks gehören. Aber es gibt noch eine Person, die eben nicht zur Kerncrew von Shanks gehört. Und zwar, ihr könnt es natürlich auch schon denken, es ist Rockstar. Rockstar eine Person, die vor 2 Jahren ein Neuling bei Shanks war, damals schon ein Kopfgeld von 94 Millionen Berry hatte, was zu dem Zeitpunkt, also eben während des Jaya-Arcs, unfassbar viel war. Ruffy hatte eben 100 Millionen Berry durch das Besiegen von The Crocodile und schon zum damaligen Zeitpunkt hatte Rockstar 94 Millionen Berry, was auf jeden Fall zeigt, dass er, obwohl er ein Neuling war, bei der Roter Piratenbande auf jeden Fall schon sehr stark ist, beziehungsweise schon sehr viel erreicht hat und eben auch schon sehr viele kriminelle
Gewalttaten begangen hat. Und das Ganze war vor 2 Jahren. Wir wissen allerdings auch nicht, wie alt Rockstar ist. Wenn wir uns mal eben anschauen, wie er aussieht, dann kann man davon ausgehen, dass Rockstar sehr wahrscheinlich so ungefähr zwischen 35 und 45 Jahre alt sein könnte. Also er sollte eben, wie er aussieht, vom Alter her sehr wahrscheinlich schon einige Jahre aktiv sein und damit auch eben schon bevor er den Roter Piraten beigetreten ist. Wenn wir jetzt noch auf eine andere Sache schauen, die auch in dieser SBS erwähnt wurde, und zwar in der SBS zu Band 104, was in Verbindung zu Kids Flashback auf jeden Fall sehr sonderbar ist, dann wäre es eben die Information, dass die Roter Piratenbande ähnlich agiert wie auch eine Mafia-Gruppierung, eben eine kriminelle Gruppierung, eine Gang, wie eben auch damals in Kids Heimat. Und zwar wird ja auch beispielsweise Shanks von seinen Mitgliedern Boss genannt und nicht Captain. Und das liegt eben daran, dass die Struktur der Roter Piratenbande ähnlich aufgebaut ist wie eine Gangstruktur, also auch eben genau die Struktur besitzt, wie auch damals die Gruppierungen in Kids Heimat. Das heißt, wir können eine Verbindung herstellen von der Roter Piratenbande zu Kids Heimat und dabei, wie gesagt, vor allem auf Rockstar. Und dabei passt auch Rockstar sehr gut zu Kid, beziehungsweise auch eben möglicherweise zu Kids Heimatinsel, denn Rockstar heißt eben Rockstar, was eine Verbindung ist zu einem Rockstar natürlich, und Kids Piratenbande an sich. Erinnert schon sehr stark an eine Rockgruppierung, so wie sie aussehen, und auch deren Namen Kid, Killer, Wire, Heat, deren Aussehen, wie zum Beispiel Heat, mit dem großen, eigentlich aufgeschnittenen Mund, der wieder zugenäht wurde, mit seiner offenen Kleidung und auch mit seinen blauen, langen Haaren, oder zum Beispiel auch eben Wire mit seinem generellen Auftreten, mit seiner Kleidung. Die ganze Piratenbande von Kid erinnert eben schon sehr stark an eine Rockband und deswegen wäre es, wie ich denke, schon sehr passend, wenn auch Rockstar eine Verbindung haben könnte zu Kid. Wie gesagt, die Gruppierung auf Kids Insel und auch eben bei den Roter Piraten sprechen eine deutliche Sprache und auch eben die Zeitpunkte. Und zwar ist Kid schon einige Jahre vor Ruffy losgesegelt und hat sein Abenteuer gestartet, und zwar eben vor 4 Jahren. Und Rockstar war vor 2 Jahren ein Neuling bei der Roter Piratenbande. Und dabei wäre es eben sehr gut vorstellbar, dass Rockstar eben ein Teil war von diesen kriminellen Gangs auf Kids Heimat, dabei eben von Kid gestürzt wurde und gute 2 Jahre später wieder aufgetaucht ist, und zwar eben in dem Fall bei der größten und stärksten Gang, die existiert, und zwar bei den Roter Piraten. Und somit hat eben Rockstar, der damals von Kid gestürzt wurde, eine neue Heimat gefunden, und zwar wäre das eben, wie gesagt, die Piratenbande von Shanks. Das würde auch erklären, wieso Kid eben so einen großen Hass hat, so wie es aussieht, auf die Roter Piratenbande, weil Rockstar wieder aufgetaucht ist. Und das würde bedeuten, dass der Hass und Zorn, den Kid anscheinend auf Shanks trägt, eigentlich auf Rockstar basiert. Es könnte schon sein, dass Kid mittlerweile einen Zorn und Hass hat auf Shanks, weil er eben seinen linken Arm gegen Shanks verloren hat. Allerdings ist, wie ich denke, eben diese Konfrontation mit Shanks während des Timeskips daraus resultiert, dass Rockstar eben bei der Roter Piratenbande ein Teil ist und Kid eben Rache dafür haben wollte, was Rockstar damals in der Heimat angetan hat. Und das wäre auch, wie ich denke, die perfekte Situation dafür, wie man Rockstar erklären könnte und aufbauen könnte für die Story. Er wurde schon eben vor 20 Jahren in die Story eingeführt während des Jaya Arcs. Bis jetzt spielt aber Rockstar keine einzige Rolle. Er ist nicht mal Teil von der wirklichen Piratenbande von Shanks, eben nur Teil so gesehen von der großen Flotte von Shanks, aber kein richtiges Mitglied. Und deswegen sollte, wie ich denke, eben noch eine große Erklärung kommen zu Rockstar, und die Verbindung zu Kid wäre dabei, wie ich denke, auch eben die passendste. Also, der Name von Rockstar würde perfekt dazu passen. Dazu auch eben beispielsweise das Aussehen von Rockstar mit den zackigen roten Haaren, was auch sehr gut zu Kid passen könnte. Es würde zeittechnisch perfekt in die Story reinpassen. Wir hätten dabei auch einen neuen Grund, wieder Kid in die Story einzuführen, und zwar eben in den Shanks-Arc wegen Rockstar. Es würde Rockstar einen sehr guten Flashback geben, was er getan hat, bevor den Roter Piraten beigetreten ist. Denn die Erklärung dafür muss auf jeden Fall auch noch kommen. Und wir würden eben beispielsweise erfahren, dass zum Beispiel eben Rockstar der Mörder ist von dieser Freundin von Kid, und zwar eben seine Victoria, dass eben Rockstar so gesehen damals ein Kind getötet haben könnte. Also dass er persönlich auch so gesehen keine Skrupel besaß oder eben mittlerweile immer noch besitzt. Und das würde auch eigentlich ganz gut zu den Roter Piraten passen. Sie sind zwar an sich natürlich netter als die besten Piratenbande von Kaido zum Beispiel, trotzdem sind die Roter Piraten an sich auch nicht wirklich unbedingt gut, beziehungsweise haben wir eben keine Bestätigung dafür. Und wir wissen ja auch, dass bestimmte Roter Piraten, wie zum Beispiel Lucky Luke, nicht davor zurückschrecken, andere Personen zu töten. Wie zum Beispiel damals ein Banditen im Windmühlendorf, den Lucky Luke eben getötet hat durch einen Kopfschuss. Und dieses Beispiel zeigt uns eben, dass die Roter Piraten an sich nicht unbedingt nett sein müssen vom Kern her, dass sie auch Personen in ihre Piratenbande aufnehmen, die nicht allzu nett sind, wie beispielsweise Ruffy oder generell die Strohpiraten. Also, dass auch an sich schlechtere Personen bzw. schlechtere Menschen Teil sein könnten von der Roter Piratenbande. Und dazu könnte eben, wie gesagt, auch Rockstar ganz gut reinpassen. Wir
Wir kennen den besten Schwertkämpfer der Welt. Wir kennen Mihawk Falkenauge schon seit dem absoluten Anfang von One Piece. Wir haben gesehen, dass Mihawk Don Krieg verfolgt hat von der Grand Line heraus bis hin wieder zurück in den East Blue. Und dort haben wir gesehen, dass Zoro Mihawk erkannt hat im Baratie-Arc. Und Zoro wollte auch gegen Mihawk kämpfen, was auch der Fall war. Die beiden haben gegeneinander gekämpft und Mihawk hat Zoro mit einem einzigen kleinen Messer komplett auseinandergenommen. Wir haben dort ein wenig sehen können, wie stark Mihawk eigentlich wirklich ist. Und dass Mihawk extrem stark ist, ist natürlich klar. Er kämpfte extrem oft gegen Shanks. Diese Kämpfe gegen Shanks waren legendär. Selbst Whitebeard sprach von diesen Kämpfen, als er Shanks gesehen hat. Und diese enorme Kraft von Mihawk, die eines Kaisers auf jeden Fall auch ebenbürtig ist, die wird sich zum letzten Krieg hin an die Seite von Ruffy bzw. Dragon stellen und gegen Im Summer bzw. gegen die Regierung kämpfen. Und das Ganze aus wirklich sehr persönlichen Beweggründen, die wir so tief noch nie bei Mihawk sehen konnten. Wir kennen Mihawk als einen sehr zurückgezogenen Charakter, der nicht viel von sich selbst preisgibt, der sich sehr zurückhält, der anderen Leuten nicht wirklich vertraut. Das haben wir beispielsweise auch sehen können, als der Crocodile Mihawk angerufen hat und dort auch meinte, wir beide sind nicht Personen, die anderen Menschen vertrauen können. Und das hat Mihawk indirekt ja natürlich auch bejaht. Oder natürlich auch die generelle Lebensweise von Mihawk. Er lebte für mehrere Jahre lang auf Kuraigane, auf einer Insel auf der ersten Hälfte der Grand Line, auf der es abgesehen von ihm keine anderen Menschen gab. Denn auf dieser Insel gab es sehr lange Krieg. Und diesen Krieg haben die Bewohner der Insel schlussendlich nicht überlebt. Die einzigen, die das überlebt haben, waren die Human Drills. Das waren die Affen auf dieser Insel, die Mihawk aber nicht belästigen oder nerven würden, weil sie eben auch wissen, dass er der Stärkere von ihnen ist. Und deshalb haben sich die Human Drills Mihawk indirekt untergeordnet, beziehungsweise sie lebten einfach auf dieser Insel miteinander, ohne gegeneinander wirklich kämpfen zu müssen. Und dabei lebte Mihawk natürlich auch in einem riesengroßen Schloss, das, abgesehen von Perona und Zoro natürlich, aber für eine längere Zeit für ihn komplett alleine war. Ein riesiges, horrormäßiges Schloss, das natürlich auch sehr stark daran erinnert, wie Mihawk eigentlich heißt, und zwar Dracul Mihawk. Dracul natürlich eine ganz klare Anlehnung an Graf Dracula, eine fiktive Person, die ein Vampir gewesen sein soll und die im tiefsten Rumänien, und zwar in Transsilvanien, gelebt hat. Dabei lässt sich aber auch die Legende von Graf Dracula auf eine echte Person aus unserer echten Welt wieder zurückführen, die einmal gelebt hat und auf die das Ganze zutreffen soll, die wirklich so gelebt haben soll, wie der anscheinende Graf Dracula, wie diese fiktive Person. Das sehen wir generell öfter in One Piece, dass Charaktere an echte Personen angelehnt sind. Beispielsweise Raffid von den Blackbeard-Piraten, der Kommandant des 5. Schiffes, ist angelehnt an den ehemaligen Seefahrer Jean Lafitte. Oder beispielsweise eben auch der Captain von Raffid, und zwar Blackbeard. Natürlich ganz klar angelehnt an den echten Seefahrer Blackbeard, der einer der größten Piraten war aller Zeiten. Oder beispielsweise auch Ruffy ist angelehnt an Sun Wukong, und Sun Wukong ist angelehnt an dem Hanuman. Somit gibt es bei Ruffy so gesehen zwei Inspirationen, wobei die eine Inspiration auf der anderen aufbaut. Genauso haben wir es auch bei Mihawk, und zwar ist Mihawk angelehnt sowohl an Graf Dracula, und Graf Dracula ist angelehnt an Vlad dem Dritten bzw. Vlad Draculaer, oder wie er auch genannt wurde, Vlad der Fehler. Er war für seine enorme Brutalität bekannt und auch dafür, dass er das Blut seiner Opfer getrunken haben soll. Eine Anlehnung dafür sehen wir beispielsweise natürlich auch bei Mihawk, der ja überwiegend auch Rotwein trinkt, bzw. wenn wir Mihawk eben am Trinken sehen, dann trinkt er eben Rotwein, was eine klare Verbindung ist zu Graf Dracula bzw. eben zu Vlad Draculaer. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass Mihawk die Verbindung hat zu Graf Dracula, zu Vlad Draculaer und somit auch indirekt die Verbindung hat nach Rumänien, weil natürlich auch Dracula eine Verbindung hat nach Rumänien, weil natürlich auch der Ursprung von Graf Dracula aus Rumänien stammt, und somit können wir uns auf jeden Fall mal die Verbindung merken von Mihawk nach Rumänien. Was soll allerdings diese Verbindung für eine Bedeutung haben im Hinblick auf das Solulusia Königreich, das jetzt zerstört wurde von der Weltregierung durch diese unbekannte Waffe, die die Regierung dort eingesetzt hat? Um das Ganze einzuleiten, würde ich euch mal gerne Inseln zeigen aus One Piece, die an echte Orte der Welt angelehnt sind, zum Beispiel Water 7, eine ganz klare Anlehnung an Venedig. Die Wasserstadt mit den extrem vielen Kanälen und den Booten wird auf jeden Fall durch Water 7 in One Piece dargestellt. Oder ein ganz klares Beispiel natürlich auch Alabasta, bzw. generell die Insel von Alabasta, Sandy Island, ist eine ganz klare Anlehnung an Ägypten, bzw. generell an das antike Ägypten. Oder zum Beispiel auch Dressrosa als Anlehnung nach Spanien und vor allem in Spanien an Barcelona, was wir ganz klar an der Struktur der Häuser sehen können auf Dressrosa, die sehr stark an Barcelona angelehnt ist.
Und was ist mit Lulussia? Ihr könnt euch natürlich denken, Lulussia ist die Anlehnung für das Land Rumänien in One Piece. Wir sehen dafür einige Beispiele. Zum Beispiel sehen wir Lulussia das erste Mal bei Ace Cover Story, als er Blackbeard jagen wollte. Aber so richtig im Manga, abgesehen von Cover Stories, wurde die Insel Lulussia zum ersten Mal gezeigt in Kapitel 904. Dort wurden die Revo-Kommandanten Morley, Lynchburg, Karasu und auch Bello Betty eingeführt. Und zwar haben sie dort gegen Pinkbeard gekämpft und wir konnten uns eben auch dort ein Bild machen von der Insel Lulussia, die später in Kapitel 1060 komplett zerstört wurde. Wir konnten auf jeden Fall sehen, dass im Hintergrund, also etwas weiter weg von der Küste, ein riesiges Schloss war. Inmitten von Wäldern bzw. inmitten von ganz vielen Bäumen haben wir ein Schloss gesehen, das etwas heller war und die Dächer des Schlosses waren rot. Diese Farben und generell auch das Aussehen des Schlosses wurden nicht einfach nur so zufällig von Oda gewählt. Oda hat sich ganz genau für diese Farben entschieden und generell auch für dieses Schloss vom Aussehen her, weil es die 1:1 Darstellung davon ist, von dem Schloss, in dem damals vor ungefähr 600 Jahren der echte Graf Dracula gewohnt hat, beziehungsweise die Inspiration für Graf Dracula hat genau in diesem Schloss gewohnt, und zwar in Schloss Bran. Schloss Bran, beziehungsweise auch Törzburg genannt, in Rumänien, ist die Inspiration für Lulussia, beziehungsweise für das Schloss auf Lulussia, und es geht auch weiter mit mehr Verbindungen von Rumänien nach Lulussia. Zum Beispiel haben wir den König von Lulussia einige Male gesehen, zum Beispiel auch an dem Zeitpunkt, als er gestürzt worden ist von der Revolution durch die Acht-Nationen-Revolution, die auch im Lulussia-Königreich stattfand, wurde König Seki gestürzt. Und König Seki haben wir gesehen, zum Beispiel auf der Reverie und natürlich auch in Kapitel 1060. Und was haben wir dort gesehen bei König Seki? Er sah nicht so aus wie ein ganz normaler Mensch, denn er hatte genau an den Stellen, an denen zum Beispiel auch Vampire, wie eben auch Graf Dracula, spitze Zähne haben, auch spitze Zähne. Was ja natürlich auch eine Anspielung dafür ist, dass König Seki auch eine Anspielung ist an Graf Dracula, genauso wie auch Mihawk. Und somit ist auch King Seki eine Verbindung von Lulussia nach Rumänien. Es geht noch weiter. Wir haben in Kapitel 904 die Insel von außen sehen können und dort haben wir gesehen, dass sich auf der Insel von Lulussia eine Gebirgskette befindet und die Gebirgskette von Lulussia umschließt die Stadt, das Schloss und generell auch die Küste, was wir auch in Rumänien sehen können. Und zwar, wenn wir einen Blick werfen auf die Karte von Rumänien aus unserer echten Welt, dann kann man dort auch erkennen, dass sich um das gesamte Land Rumänien eine Gebirgskette zieht und die hat genau die gleiche Form wie auch die Gebirgskette auf Lulussia, denn auch die Gebirgskette in Rumänien hat eine umschließende Form, förmlich wie ein Halbkreis, und genau das sehen wir auch in Lulussia, was auf jeden Fall wieder eine klare Anspielung ist auf Rumänien. Das heißt, wir haben Graf Dracula durch King Seki, wir haben die Gebirgskette von Rumänien, die 1:1 dargestellt wird durch die Gebirgskette auf Lulussia. Und dazu haben wir eben noch das Schloss Bran bzw. Türzburg, die dargestellt wird in Lulussia als die Residenz des Königs Seki. Weil Seki eben auch, wie gesagt, Graf Dracula darstellt, lebt somit auch Graf Dracula in genau seinem Schloss. Das heißt, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass Oda sich beim Lulussia Königreich an Rumänien inspiriert hat. Was hat das Ganze jetzt aber mit dem besten Schwertkämpfer der Welt, mit Mihawk Falkenauge, zu tun? Wie gesagt, der korrekte Name von Mihawk ist Dracul Mihawk und der Name wird inspiriert von, wie schon vorhin erwähnt, Vlad Draculea und Graf Dracula. Somit teilt sich Mihawk mit dem Lulussia Königreich eine extrem große Verbindung nach Rumänien und wir können davon ausgehen, dass Mihawk eigentlich auch ursprünglich aus dem Lulussia Königreich stammt. Denn wir wissen, dass Lulussia auf der Grand Line liegt, beziehungsweise mittlerweile natürlich auch lag, weil es zerstört wurde. Auf jeden Fall befand sich Lulussia auf der Grand Line und wir wissen auch nur von Mihawk, dass er aus der Grand Line stammt. Wir wissen aber noch nicht die Insel. Deswegen ist, wie ich finde, Lulussia die wahrscheinlichste Antwort dafür, aus welchem Land Mihawk stammt. Jetzt wurde aber Lulussia komplett zerstört und aus allen Geschichtsbüchern gestrichen, aus allen Landkarten gestrichen. Und das Ganze sollte Mihawk früher oder später auch mal bemerken, dass irgendwie seine Heimatinsel bzw. sein Heimatland nicht mehr existiert und nirgendwo mehr erwähnt wird. Und deshalb wäre es natürlich rein logisch, wenn Mihawk sich seine Rache nehmen möchte für die Zerstörung seines Königreichs bzw. für die Zerstörung seiner Heimat. Die Frage ist, an wen nimmt Mihawk Rache und auch wie? Und hier ist die Sache, dass wir wieder zurückkommen auf den Namen Dracul Mihawk bzw. Vlad Draculea. Und zwar ist der Name Vlad Draculea der echten Person damals vor 600 Jahren mit einer großen Bedeutung verbunden. Und zwar bedeutet das Wort Draculea Sohn des Drachen. Und dabei lässt sich auch der Name Draculea in zwei verschiedene Bausteine aufteilen. Und zwar bedeutet das Wort Dracul alleine so viel wie Drache oder auch eben Dragon. Und wenn wir auf den Namen von Mihawk in One Piece schauen, dann sehen wir dort eben, dass er Dracul Mihawk heißt. Also Drache Mihawk oder eher gesagt
Dragon Mihawk. Und wenn eben Mihawk durch die Zerstörung seiner Heimat einen Groll hegen sollte, durch die Person, die dafür verantwortlich ist, das Ganze ist Im-Sama. Das Ganze könnte Mihawk beispielsweise durch Sabo erfahren, weil Sabo davon ausgeht. Weil genau in dem Moment, als Sabo über Im-Sama sprechen wollte, ist das Ganze geschehen. Die Insel wurde zwar nicht deshalb zerstört, trotzdem korreliert das miteinander perfekt und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Sabo davon ausgeht, dass wegen seines Telefonats mit Dragon die Insel zerstört wurde und er deshalb auch davon ausgehen kann, dass die Regierung bzw. das Im-Sama dafür verantwortlich war. Und wenn Mihawk das mitbekommen sollte, dann könnte auch sein Name Dracul bzw. eher gesagt Draculaire eine Verbindung haben, und zwar er wird sich dem Drachen, und zwar Dragon, anschließen, gegen die Regierung zu kämpfen. Und damit hätte Dragon auf jeden Fall einen sehr großen und starken Verbündeten mit Mihawk Falkenauge, dem besten bzw. stärksten Schwertkämpfer der Welt, und Mihawk würde seine Rache bekommen für die Zerstörung seiner Heimat, und das würde wie gesagt perfekt dazu passen, dass die Person, an die er inspiriert worden ist, mit seinem Namen Sohn des Drachen bedeutet, und sogar eher gesagt bei Mihawk bedeutet das Wort Dracul alleine Drache. Und deswegen wäre auf jeden Fall die Verbindung zu Dragon rein logisch. Also Leute, das waren jetzt streng genommen sogar mehr als 10 Theorien und über 2 Stunden Videoinhalt. Ich hoffe natürlich, die Theorien haben euch gefallen, wenn das der Fall sein sollte. Lasst natürlich gerne Support da durch einen Daumen nach oben und auch möglicherweise durch ein Abo auf den Kanal, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Also Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart, und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis dann und ciao.